Na Rudi, das dürfte ein ziemlicher Schock für die deutsche Frauenmannschaft gewesen sein. Das kam wenige Stunden vor dem gleich geplanten Start ans Licht, dass sie aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Sophia Schneider wird für sie als Schlussläuferin dann auf die Strecke gehen wegen Halsschmerzen, hieß es offiziell. Aber du hast es ja oft genug selber erlebt. Was bedeutet das denn für so ein Team, wenn so eine Art Galionsfigur dann nicht starten kann? Ja, es ist natürlich schwierig, weil die Franzi ist eine feste Größe. Sie gehört dazu, sie gehört in die Mannschaft. Sie ist eine der besten, wenn nicht sogar die beste, auf jeden Fall die erfahrenste Athletin. Und es ist dann schwierig, sich auf die neue Situation einzustellen. Den einzigsten Vorteil, den ich darin sehe, ist, dass die Entscheidung so knapp vor dem Rennen kam und es bleibt eigentlich gar keine Zeit mehr für Sophia Schneider, die ihr nachrückt, groß nachzudenken. Sven, wir haben Sie gerade noch in der Verfolgung gesehen, Franziska Preuß als Sechste. Und Laura hat es angesprochen, du wirst es nicht verstanden haben wegen des Lärms hier. Ist das sogar ein Vorteil, dass Sophia Schneider gar nicht so viel Zeit hat, darüber nachzudenken? Also es ist ein Mühevorteil, sehe ich auch so, aber es ist jetzt doch so, dass sie über Jahre so viel Erfahrung auch sammeln konnte, dass sie jetzt nicht völlig ganz neu hereingeschubst wird, anders als bei dir damals zur Weltmeisterschaft. So, sie hatte sich schon vorbereiten können, war hier vor Ort, ist hier gelaufen, kennt die Anlage und deshalb ist sie wahrscheinlich guten Mutes, so könnte ich mir das vorstellen, so nach dem Motto, ich nehme die Herausforderung an und das sollte sie auch. Genau, bevor wir gleich mit Felix Bitterling sprechen, wollen wir einmal einen Blick werfen auf das deutsche Quartett. Das wie folgt aussieht, Janina Hettich-Walz wird als Erste auf die Strecke gehen, dann Selina Grotian, ihr zweites WM-Rennen ihrer Karriere, Vanessa Vogt, reden wir gleich nochmal in Ruhe drüber und dann Sophia Schneider ersetzt 1:1 Franziska Preuß, also kann jetzt auch nicht irgendwo an einer anderen Position aufgestellt werden, sondern muss halt die Rolle von Franziska Preuß übernehmen. Ja, fragen wir doch mal, wie es dem deutschen Team ergangen ist. Felix Bitterling, der Sportdirektor, ist bei Nils Kaben. Ja genau, wir stehen hier schon einen kleinen Augenblick zusammen. Herr Bitterling, es sind wirklich schwierige Weltmeisterschaften für die deutsche Mannschaft, das kann man glaube ich so sagen. Wie schwer wiegt der Ausfall von Franziska Preuß heute? Ja, ich meine, es ist offensichtlich, dass wir die, sonst hätten wir sie ja auch nicht aufgestellt im ursprünglichen Setup. Die Franzi zu verlieren tut jetzt immer weh. Ich glaube, jeder kennt den Wert, jeder weiß, wie gut sie sein kann. Aber das haben wir jetzt so zu akzeptieren, das ist so, ich meine, es ist... Halsweh oder was ist da? Ja, einfach, sie ist heute früh aufgewacht und gekommen zu unserem Teamarzt und hat gesagt, sie hat wirklich sehr starke Halsschmerzen. Sie hat es dann ein bisschen probiert, draußen anzutesten, aber ja, das bringt dann auch nichts, wenn ein Athlet einfach weiß, gerade bei einer Staffel, das wird wahrscheinlich nicht reichen und wenn das dann auch noch im Kopf mitschwingt, dann ist das keine gute Voraussetzung. Von daher... kommt die Sophia rein, freuen wir uns drauf, bekommt eine neue Chance. Die hat ja immer auf Platz 3 oder auch in dritter Position Staffeln gelaufen, war letztes Jahr in Oberhof auch dabei. Mussten Sie ihr viel erklären, was die neue Rolle angeht? Ja, sie hat schon kurz gefragt, ja, welche Position. Ich meine, die Regel ist klar, ich kann nur 1:1 austauschen. Aber sie hat es dann wirklich mit einem Lächeln genommen und gesagt, okay, ist das erste Mal, habe ich nichts zu verlieren. Und ich denke, wir werden nach der Läuferin 3 schon durchaus wissen, wo die Reise hingeht. Das denke ich auch. Lassen Sie uns noch ein ganz kurzes Wort verlieren über die Bedingungen. Es war sehr warm, gestern, heute auch. Was heißt das für die Piste, für die deutschen Läuferinnen? Ja, es ist eigentlich wie viele Tage jetzt in dieser WM schon waren. Es war wieder sehr windig, also es ist auch wieder viel Dreck drin in der Strecke. Ansonsten, ja, also die Verhältnisse haben sich jetzt nicht wahnsinnig geändert zu den Tagen, die wir schon hatten. Von daher bleibt es sicherlich herausfordernd. Haben wir, glaube ich, zur Genüge drüber gesprochen. Aber Staffel hat ihre eigenen Gesetze und wir greifen an in beiden Staffeln. Wir wollen es wissen und dann schauen wir, was rauskommt. Alles Gute dafür. Danke. Also die Staffel hat wieder Pokal im Fußball ihre eigenen Gesetze. Sehen, dass die Hütte voll ist hier in Novo Mesto. Wirklich eine prächtige Stimmung in der Region Mähren. Rund 30.000 Zuschauer und ein Maskottchen, das mich so ein bisschen an Krümelmonster früher erinnert. Also die Stimmung ist gut. Wir haben gerade noch mal mit Jan Wüstenfeld, mit dem deutschen Teamarzt, kurz gesprochen. Die Frage war, wie sieht es aus mit Franziska Preuß morgen im Massenstart? Also Stand jetzt ist die Hoffnung noch da, dass sie dann vielleicht morgen an den Start gehen kann, werden wir natürlich weiterhin beobachten. Lass uns noch kurz über Sophia Schneider reden. Nils hat es gerade schon im Interview angedeutet, die war auch in Oberhof letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften dabei, als sie Silber gewonnen haben und auch in diesem Jahr schon bei 2 Staffeln dabei. Also von daher, so ganz Neuland betritt sie jetzt nicht zum Glück. Nein, ist jetzt keine Newcomerin in der Staffel. Natürlich ist die Position ungewohnt und ich habe die Tage die Möglichkeit gehabt, mit ihr mal ein bisschen zu sprechen. Natürlich ist die WM nicht so verlaufen, wie sie sich erwartet hätte. Sie war
schon ein Stück zurück und hat gesagt, okay, ist es die klar sportliche Entscheidung, dass sie nicht bei der Staffel laufen darf. Sie versteht das, kann es annehmen und ja, hat eigentlich, glaube ich, gedanklich schon ein bisschen damit abgeschlossen und jetzt gibt er doch die Chance als Ersatzläuferin und wie gesagt, ich glaube, es ist ganz gut, dass sie die Entscheidung oder diese Nachricht erst heute früh bekommen hat. Und nochmal, die haben ja auch schon im Interview darüber gesprochen, aus Sicht des langjährigen Experten, dieser Switch an Position 3 zu laufen und dann auf einmal die Verantwortung der Schlussläuferin inne zu haben, was das bedeutet. Also jede Position hat Eigenheiten, die man beachten sollte und die anderen drei Athletinnen konnten sich ein bisschen darauf einstellen und jetzt ist es bei ihr so, okay, jetzt komme ich rein als Sophia Schneider, vierte Position, was ist hier wichtig? Ich kann sozusagen auch im Team nicht umstellen, ich muss diese Position austauschen. Also, was ist jetzt wichtig? Wichtig ist, dass ich bis zum letzten Stehenschießen normal mein Ding machen kann, aber dann da riskieren könnte, Richtung Medaille oder Richtung möglich dann nach vorne zu hüpfen. Und auf der letzten Runde, da wird es ordentlich abgehen. Darauf stellt sie sich ein und dass sie richtig abbiegt und durchs Ziel läuft. Genau. Bevor wir gleich noch auf ein paar interessante Fakten schauen, möchte ich gerne noch mal ein Wort zu Janina Hettich-Walz mit euch besprechen. Durch die Silbermedaille im Einzel natürlich entsprechend euphorisiert, konnte sich jetzt ein bisschen ausruhen, hat auch gesagt, sie will wieder angreifen hier. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise und die Medaille gibt dir natürlich den Rückenwind, aber auch den anderen. Zwei Mädels, die da super Ergebnisse abgeliefert haben im Einzelrennen. Sie wissen, dass sie es mannschaftlich gut hinbekommen. Sie kommen natürlich klar übers Schießen, das muss man auch sagen. Also die guten Ergebnisse hängen vor allen Dingen mit der sehr, sehr guten Schießleistung zusammen. Nicht ganz so sehr mit der Skileistung. Und das gilt es halt heute wieder zu kombinieren. Also nicht nur gut laufen, sondern auch nicht nur gut schießen, sondern auch gut laufen. Du hast das Stichwort quasi schon gegeben, Sven. Wir können das gleich mal besprechen, wenn wir auf die ersten drei Starterinnen heute schauen. Hettich-Walz, Grotjan und Vogt, die haben im Einzel alle 20 Schuss getroffen. Sophia Schneider ist da nicht gestartet. Also schießen top, aber laufen, wenn wir uns das mal anschauen, top ist das falsche Wort dafür, vor allen Dingen, wenn wir auf knapp 2 Minuten Zeitrückstand schauen. Genau, ob das jetzt ein oder knappes halbe Prozent hin und her geht, aber die Grundaussage ist, ab Platz 10 bis Platz 20, das ist relativ gemächlich, um in die Medaillenränge zu kommen. Und vorne geht die Post ab, aber durch das gute Schießen konnte man was ausgleichen. Das ist eine Tagesauswertung, aber es zeigt eine Tendenz. Und wichtig ist heute ins Rennen auch zu gehen, zu sagen, wir sind jetzt vom Laufen jetzt nicht unbedingt die schnellsten Athletinnen. Wir hoffen auf die eine oder andere Sache, wo die Konkurrenz uns vielleicht mitten in den Karten spielt. Da muss man offen sein. Ich denke, der Kampf um Platz 3 ist auf alle Fälle da. Und es sind knapp 4 Nationen mit den Schweden, mit den Italienern, die Schweiz auf alle Fälle. Und ich denke, Frankreich ist vorne ganz weit weg und dann Norwegen. Aber dieser Kampf um Platz 3, denke ich, das sollten sie angehen. Laura, dann nimm uns noch mal kurz mit in die mögliche Gedankenwelt von Selina Grotjan, 19 Jahre alt, die ja ihr erstes WM-Rennen im Einzel hatte. Wie du 2013, das war damals dein erstes Weltcuprennen oder WM-Rennen überhaupt, jetzt in der Staffel dabei, ist sicherlich noch mal eine andere Verantwortung für sie, im Team dabei zu sein. Ja, und auch hier, glaube ich, ist es gut, dass sie eben auch schon Staffelrennen gelaufen ist. Sie ist jetzt schon mehr WM-Rennen gelaufen, hat da sehr viel positive Emotionen sammeln können. Es war, glaube ich, das perfekte Rennen für sie mit Platz 4. Und jetzt gilt es, diesen Rückenwind mitzunehmen, diese mannschaftliche Geschlossenheit. Wir haben es vorher schon angesprochen, Janina Hettich-Walz, aber auch Vanessa Vogt haben ja alle drei ja super Rennen abgeliefert. Und die drei sind jetzt auch wieder gemeinsam in der Staffel. Und ich glaube, das hilft ihr und schafft also die gewisse Lockerheit, hoffe ich zumindest, und das Selbstbewusstsein, dass sie hier alles geben kann. Sag mal, hättet ihr euch vorstellen können, Sven, 4 Jahre nachdem ihr zurückgetreten seid, nochmal zurückzukommen? Also ich auf alle Fälle nicht, aber ich weiß, dass es jemanden gibt. Ja. Ja. Du wahrscheinlich auch nicht, Laura, ne? Nee. Es gibt aber tatsächlich eine Anastasia Kuzmina. Mit 39 Jahren ist sie hier bei dieser WM dabei. Sie ist ja die einzige Biathletin, die bei 3 verschiedenen Olympischen Spielen jeweils Gold gewonnen hat. 2010, 2014 im Sprint, 2018 im Massenstart. Und jetzt tatsächlich hier bei diesen Weltmeisterschaften die Slowakin in der Staffel wieder da, Anja Fröhlich. Dieses Gefühl, mit der Startnummer zu laufen, es fehlte ihr. Auch deshalb ist Anastasia Kuzmina wieder zurück im Biathlon-Zirkus. Ich habe Biathlon wirklich sehr vermisst. Das ist wie meine Familie. Zu Hause in Banská Bystrica hat sie, wie sie selbst sagt, diese mutige Entscheidung getroffen. Gemeinsam mit ihrem Mann Daniel Kuzmin. Wir waren uns nicht sicher, ob ich das schaffe. Bin ich wirklich gut, wieder im Weltcup mitzulaufen? Und dann haben wir gesagt, wir versuchen es, ohne Druck. Es geht nicht um Topleistungen. Vielmehr soll die 39-Jährige in der Slowakei Aufbauarbeit leisten, die jungen Mannschaftskolleginnen unterstützen.
Ich habe zwar mein Alter, aber ich habe auch eine Menge Erfahrung, von der die jungen Athletinnen in unserem Team profitieren können. Herausragend ihre Olympiasiege Vancouver 2010, Sochi 2014 und Pyeongchang 2018. Vor knapp 5 Jahren dann verabschiedet sich die gebürtige Russin eigentlich vom Leistungssport. Zu Hause im russischen Tjumen, in ihrem Elternhaus, sind all ihre Erfolge zur Schau gestellt. Fast 2 Jahre seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine war sie nicht mehr hier. Sie vermisst ihre Eltern ebenso wie ihre beiden Kinder, die Großeltern. Per Videotelefonie versuchen sie, in Kontakt zu bleiben. Komplizierter gestaltet sich das Verhältnis zu ihrem Bruder Anton Schipulin, ein bekennender Putin-Anhänger. Jahrelang waren die beiden erfolgreichen Geschwister gemeinsam im Weltcup unterwegs. Nun belastet die politische Lage ihre Beziehung. Also ich glaube, wir sollten über andere Themen sprechen. Es ist wirklich sehr belastend für mich, weil der Kontakt zu meinem Bruder nicht toll ist. Wir gratulieren uns zum Geburtstag, zum neuen Jahr, mehr aber auch nicht. Ablenkung findet Anastasia hier im Team der jungen Wilden. Hier wird sie gebraucht, verstärkt die Staffel, die ohne sie nicht starten könnte. Es wird schwierig, aber wenn wir Platz 10 bis 15 erreichen könnten, wären wir zufrieden. Um das umzusetzen, muss nur noch eine gesunde Balance gefunden werden zwischen Anspannung und Entspannung. Ja, da haben wir Anastasia Kuzmina. Laura, du hast ja auch einige Sträuße mit dir ausgefochten, 39 Jahre. Was sagst du dazu? Mein höchster Respekt, wie sie es nochmal schafft, hier zurückzukommen und wirklich wieder alles zu geben für den Leistungssport. Wir haben, wie gesagt, eine super Zeit gemeinsam gehabt, auf höchstem Niveau, dann wieder zurückzukommen und zu sagen, ja, sie wäre froh, zwischen Platz 10 und Platz 15 am Ende zu landen. Ja, das ist schon auch eine mentale Umstellung. 4 Staffeln hat es in diesem Winter gegeben, 2-mal Norwegen ganz oben, 2-mal Frankreich. Bei den Norwegerinnen war natürlich immer Ingrid Landmark-Tandrevold dabei. Die hat bei dieser WM alles andere als sich glücklich macht. 25, 34, 27 ihre Einzelplatzierungen und dazu den Sieg in der Single-Mix-Staffel aus der Hand gegeben. War untröstlich bei der Pressekonferenz, hat da sogar Tränen gegeben. Dann kam sie allerdings ins Hotel und dann ist sie so empfangen worden. Also das norwegische Team hat nicht nur ein Feuerwerk gezündet, sondern einen ganz persönlichen Text für Ingrid Landmark-Tandrevold auf dieses Lied gedichtet. Wie entscheidend kann sowas sein? Du kommst völlig frustriert nach Hause und wirst dann so empfangen von deinem Team? Ja, du möchtest ja als Teil der Mannschaft möchtest ja positiv dazu beitragen, dass es in der Staffel läuft, dass es in Einzelrennen läuft. Dann ist es für die Mannschaft super und es läuft bei ihr nicht. So, und dann hat sie das Gefühl, okay, die Mannschaft läuft, die Männer räumen alle ab und wir gräbeln so ein bisschen hinterher, anders als im Weltcup. Sie ist ja die Führende im Gesamtweltcup und kommt hier daher und es läuft überhaupt nicht. Und dann fühlt sie so sich ein bisschen schlecht, Schuldgefühl der Mannschaft gegenüber. Aber das baut richtig auf, das zeigt auch mal in der Tiefe, wenn es mal nicht läuft, wie eine Mannschaft zusammenhält. Sehr gut. Laura, Sven, vielen Dank. Wir werden uns das Rennen jetzt auch anschauen. Der Funfact noch, bei den vergangenen 4 Weltmeisterschaften, die deutsche Mannschaft immer auf dem Podest, 2019 auf Rang 4. Also wir freuen uns drauf. Es melden sich nach einer kurzen Werbepause ihre beiden Reporter Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger und zwar direkt nach dem Aschenbrödel. Also bis gleich.
Biathlon-WM aus Novem Mesto. Heute im ZDF die Staffel der Frauen. Und damit herzlich willkommen zurück in Novem Mesto und mitten hinein in dieses Wochenende mit vier hochkarätigen Entscheidungen. Beginnen das Ganze mit der Staffel der Frauen. Und hier haben wir die Startläuferin der deutschen Mannschaft, Janina Hettich-Walz. Und das ist die Aufstellung nochmal. Also sie beginnt, dann Selinia Grotian, die Jüngste, Vanessa Vogt an drei und Sophia Schneider. Überraschend auf der vierten Position, weil Franziska Preuß eben mit Halsschmerzen nicht starten kann. 21 Staffeln sind aufgereiht und jetzt geht's los. Heute ist hier wirklich volles Haus. 20.000 gehen in dieses Stadion hinein, 10.000 draußen an der Strecke für diese Höhepunkte dieser Weltmeisterschaften. Die neunte Entscheidung. 21 Staffeln sind angetreten. Die starken Französinnen, die nennen alle auf der ersten Position. Die haben sich hier dermaßen in der Breite auch gut gezeigt. Mit Lucia Monod, mit Présas, mit Julia Simon am Ende hinten drauf. Die beste der Saison. Und vor allen Dingen eben auch bei diesen Weltmeisterschaften. Es ist das Maximum an Herausforderungen, was hier an die Techniker und die Veranstalter, was die hier leisten müssen, Tag und Nacht, um das hier alles erstens zu präparieren und zweitens die passenden Skier unter den Füßen zu haben. Mit Mann und Maus und jeder Athletin und jedem Techniker, selbst die Pressereferentinnen, testen hier mit, um das möglich zu machen. Bis hierhin ist alles reibungslos verlaufen, kein Sturz, kein Verhaken, was ja wesentlich ist, dass man hier gut über die erste Runde kommt. Wenn du hier abfliegst, dann bist du im Grünen und zwar einen halben Meter bis dreiviertel Meter tiefer unten. Da ist es auch schwierig, wieder hochzukommen. Also bis hierhin alles in Ordnung. Die Aktiven haben hier Acht gegeben und natürlich will man Positionen erreichen, aber wichtig ist es auch, dass es eben niemanden gibt, der da stürzt. Und wie wir es erwarten konnten, Lucia Monod für Frankreich hat da vorne an der Spitze die Initiative übernommen. Bringt ein wenig Tempo, ein wenig Schwung ins Feld. Anna Magnusson mit hinten dran für Schweden. Und da hinten Janina Hettich-Walz. Da haben wir sie groß im Bild. Dahinter mit der 7 Teresa Bobornikova für Tschechien, für das heimische Team, die hier jeden Tag gefeiert werden. Geht hier rauf, diesen Ausstieg, die Schwedinnen, die Olympiasiegerinnen. Mit der gleichen Besetzung wie in Peking gab es nur auch einen kleinen Rollentausch auf den ersten beiden Positionen. Der 5 an dritter Position, Samuela Komola aus dem Team der Weltmeisterinnen des Vorjahres in Oberhof. Da haben die alle überrascht und sich den Titel geschnappt. Mit Dorothea Viera heute, Rebecca Passler und am Ende Lisa Vitozzi. Und für Janina Hettich-Walz natürlich die Aufgabe hier, in dieser ersten Runde auf der ersten Position. Und schauen Sie schon die erste Lücke, wie die beiden da vorne schon wirklich mächtig Druck aufs ganze Feld ausüben. Und diese Lücke, die sollte eben aus Sicht der deutschen Mannschaft nicht allzu groß werden. Herr Lucia Monod ist natürlich von ihrem Weltmeistertitel in der Single Mixed euphorisiert, gehe ich davon aus. Und die Taktik, vorne das Tempo hochzuhalten, das ist ja schon auch eben in dieser Staffel aufgegangen. Und die Französinnen sind einfach, ja, du hast es vorhin ja gesagt, numerisch so aufgestellt, dass sie unschlagbar erscheinen. So will ich es jetzt mal nennen. Und das weiß natürlich Lucia Monod und handelt auch entsprechend. Ja, und die Schwedin hängt sich da hartnäckig dran. Anna Magnusson mit der 1 haben wir kurz gesehen, eben ein Stück weit hinten dran. Carolina Offigstad-Knotten für Norwegen. Norwegerinnen ja mit 2 Siegen eben in dieser Saison. In Östersund und in Hochfilzen.
Vier Rennen hat es gegeben vor diesen Weltmeisterschaften hier in Novem Mesto. Deutsche Mannschaft zweimal Dritte, zweimal Fünfte, also zweimal auf dem Podium gewesen. Und eben bei den drei letzten Weltmeisterschaften, da gab es jeweils Silber, in Peking gab es Bronze. Insofern muss das Ziel eindeutig lauten, Podest. So, da vorne haben wir Caroline Aufwigstadt-Knotten, dahinter Kombola und dann kommt Janina Hettich-Walz. Mit der Startnummer 4 unterwegs, die 27-jährige Schwarzwälderin, kurze Laufrunden. Dreimal 2 Kilometer sind für jede Athletin zu absolvieren. Zweimal wird geschossen, das kennen Sie alles, mit der Möglichkeit nachzuladen. Und da sind wir jetzt mal gespannt heute mit den Bedingungen, die sich dann doch wieder ein wenig geändert haben im Vergleich zu den beiden letzten Tagen. Ja, Windstille herrschte in der Vergangenheit. Heute durchaus etwas böig. Von links hinten nach rechts vorne wehend die Fahnen zum Teil beim Anschießen. Also man hat hier schon mehrmals versucht, die richtige Justierung zu finden. Und die Athletinnen müssen halt jetzt reagieren und schauen, ist der Wind genau so, wie er beim Anschießen war, oder ist er gegebenenfalls anders. Dann musst du Klicks machen, bei links, bei rechts, je nachdem, wie sich die Situation darstellt. Ja, und das haben wir beim Anschießen gesehen. Da gab es viel Gesprächsbedarf zwischen den Athletinnen und den Trainern. Luja Monod, da haben wir sie groß im Bild. Anna Magnusson für Schweden. Und da haben wir Janina Hettich-Walz. Frankreich ist weg, Schweden hinten dran, Janina Hettich-Walz. Gut erledigt, gut, schnell geschossen, alles getroffen, keine Nachlader im Gegensatz zu Italien und Norwegen. Guter Einstand für Janina Hettich-Walz. Ja, jetzt rein in die Schlaufen, dritte Position, 13, 10,4 Sekunden der Rückstand. Norwegen auf 5. Mit Caroline Aufwigstadt-Knotten. Bei diesen vier Staffelrennen bisher 4 Nationen. Nur auf dem Podium Norwegen, Schweden, Frankreich und Deutschland. Also die Weltmeisterinnen aus Italien noch nicht in diesem Jahr. Und wir schauen nochmal auf das Trefferbild von Janina Hettich-Walz. Wind war leicht von links nach rechts. Alles saubere Treffer. Wunderbar hat sie das gelöst. Kein Problem. Das Stehenschießen kann kommen. Und kommen wird auch Selina Krozian, die jüngste im Team, an der zweiten Position. Tolle Weltmeisterschaften für sie. Mitgenommen, ohne Norm. Sie soll lernen, die 19-Jährige. Ohne Druck, hat es immer wieder geheißen. Und dann hat sie hier ein Einzelrennen hingelegt, par excellence, auf die 4. Position. Und jetzt mitten rein in diese Frauenstaffel, diese prestigeträchtige Disziplin, der Kampf der Mannschaften gegeneinander, und Anna Magnusson hängt sich da verzweifelt an Luja Monod, so sieht schon fast aus, kleine Lücke, und das Verfolgerfeld angeführt von Janina Hettich-Walz und neben ihr mit der 10 die Polin Natalia Sidorovic. Na, Luja Monod, die 25-jährige Gold mit der Single Mix, du hast es gesagt, Bronze auch im Sprint. Zu Beginn der Saison ja mit ihrem ersten Weltcup-Sieg kurz im gelben Trikot gewesen. Dann auch sie krank geworden. Gab es eine kleine Berg- und Talfahrt, aber zu diesen Weltmeisterschaften hier ist sie wieder bei 100%. Und würden gerne noch die Schießzeiten nachtragen. Die Finnin Minkkinen war die schnellste mit 23,6 Sekunden. Dahinter aber schon Janina Hettich-Walz mit 24,5. Schauen wir nur 26,5. Also hier ist es 100% aufgegangen. Das Schießen, was Laura Dahlmeier auch vorher angesprochen hat, ist die Stärke. Und das hat Janina hervorragend gelöst. Insgesamt für das deutsche Team, genauso hat es Laura ja auch beschrieben, ganz, ganz wichtig.
Und dann muss man sehen, wie es eben auch läuferisch heute geht gegen diese starken Athletinnen, die in den anderen Teams zum Teil sind, vor allen Dingen dann eben auch am Ende auf der Position 4, wenn Sophia Schneider ins Rennen geht. Aber bis dahin wird sie schon eine deutliche Tendenz, das sieht man ja hier schon fast, abzeichnen. Also wir haben heute Morgen im Büro lange, lange geredet, wie immer. Aber niemand war da, der gesagt hat, naja, die Französinnen werden nicht gewinnen. Ja, das ist unwahrscheinlich. Also da müsste ja schon viel schief gehen. Ihre Dominanz in dieser Zeit, in dieser Weltmeisterschaft ist extrem. Und die zu schlagen ist fast unmöglich. Ähnlich wie bei den Herren, die Männer aus Norwegen sehr schwer zu schlagen sein werden. Also das muss man leider so anerkennen im Augenblick. Aber das ist schon augenfällig hier. Das ist schon irre, wie weit weg Lucia Monod da jetzt schon ist. Nicht nur von Anna Magnusson, dann vor allen Dingen auch vom Rest des Felds. Die Schwedinnen noch ohne Sieg in dieser Saison. Einmal Zweite, einmal Dritte. Also ständig auf dem Podium mit dabei. Wir kommen am Ende auf den letzten beiden Positionen. Wie gewohnt, die Ölberg-Schwestern Hanna und dann die jüngere Elvira. 6,9 Sekunden sind es. Ja, ist schon quasi ein Nachlader, den sie hier Vorsprung hat, Lucia Monod. Aber sie bringt es bei diesen Weltmeisterschaften aber auch eben konsequent und gut zusammen, das Schießen und das schnelle Laufen. So, Knoppen jetzt vor Hettich Walz an der dritten Position. Dann die Polin Tschechien an der sechsten Position. Und die Italienerinnen mit 33,6 Sekunden mit nur einem Nachlader. Doch schon ein Stück weit weg. In der Person von Samuela Comola. Und hier hat Knotten das Heft des Handelns in die Hand genommen. Ja. Die war gerade noch hinter Janina. Ja, nach dem Schießen. Ja. Mhm. Vera Reuseland haben wir da kurz gesehen. In der Strecke ja immer wieder verteilt die Trainer. Hier haben wir Johanna Puff links und Christian Mehringer, Trainer der deutschen Frauen. Ja, immer so ein kleiner Schreckmoment auch für die Trainer, wenn dann morgens eine Athletin, mit der du fest rechnest, quasi die letzte Läuferin noch dazu, die eine Bank ist, in der Mannschaft ankommt und sagt, schwierig. Aber sie soll geschont werden. Wir haben es ja gesagt, der Arzt Jan Wüstenfeld sagt, wenn wir es hinkriegen heute, dann kann sie morgen vielleicht doch den Massenstart bestreiten. Die Bedingungen im Augenblick recht gut. Fast kein Wind im stehenden Anschlag. Natürlich nicht wegen der Trefferbildlage, sondern wegen dem Wind, der den Körper angreift. Dann hast du auch Bewegung im ganzen System. Und das will man natürlich vermeiden. Da kommt Janina Hettich-Walz. Ja. Und Lucia Monod, schlafwandlerisch sicher, auch durch diese fünf Ziele, alles abgeräumt. Nachlader bei Schweden. Der Vorsprung für die Französinnen wird deutlicher. Janina Hettich-Walz. Ja, das macht sie klasse. Super, und da ist die Faust von Phipps, vom Lauftrainer, dem Techniktrainer der Herren. Sehr, sehr schnelle Einlage hier. Alles riskiert, klasse durchgekommen. Janina Hettich-Walz und zurück auf der dritten Position. Dann die Schwedin dahinter, die ja nachladen musste. Also die Reihenfolge jetzt. Frankreich vor Norwegen, 22,8 Sekunden schon weg. Die Französinnen, dann Hettich-Walz auf 3 und Anna Magnusson aus Schweden auf der vierten Position. Und sehr schön für den Veranstalter, die Tschechinnen auf Position 6. Zweimal 0,5 geschossen, zweimal fehlerfrei. Das ist doch ein schöner sechster Platz im Augenblick. Teresa Wobornikova, junge Athletin auch für Tschechien mit 23 Jahren. Dieser Weltcup-Saison die beste aus ihrem Team. Ja, die Italienerin und mit zwei Strafrunden. Italien, das ist natürlich bitter. Die Weltmeisterinnen, das ist dann schon ein schweres Paket für die, die dann kommen. Dorothea Wira, Rebecca Passler und am Ende Lisa Vitozzi. Und das ist hier die Überfliegerin dieser ersten Runde, dieser ersten Läuferinnen, die am Start sind. Und sie eine unglaublich gute Schütze.
Das hat sie ganz hervorragend gemacht. Janina Hettich-Walz. Hier, sie schoss in 22,4 Sekunden, eine Sekunde langsamer als Lou Chomono. Dritte Zeit insgesamt. Minkinen, die Finnin, die vorhin schon im Liegendanschlag die schnellste war, jetzt auch wieder mit sagenhaften 18,8 Sekunden. Ja, und Janina Hettich-Walz ist in diesem Jahr in Östersund und in Ruhpolding ja beide Male auf dieser ersten Position gelaufen. Auch da am Ende dann dritte gewesen, die Staffel. Beide Male. Insofern ist das wirklich eine richtig gute Position für Janina Hettich-Walz, eben mit dabei zu bleiben, drin zu bleiben über dieses sichere Schießen. Und Lou Chomono. Karin Ovikstad-Knotten ist die, die wir hier sehen, die hier hinterher stiefelt, diesen Hang hier hoch. Tolle Kulisse, werden hier hochgetragen, die Athletinnen. Und hinten Bobornikova, wobei Janina Hettich. Jetzt müsste sie kämpfen, alles was geht, das weiß sie, das tut sie auch. Ja, ja. Versuchen unbedingt die Vorderen mit zu, dran zu bleiben und die Schwedin hier kämpft auch. Ja, ich wollte gerade sagen, aber schau dir das an, Anna Magnusson, die hat hier richtig Probleme an diesem Anstieg. Ja. Die wird sich jetzt da ranhängen. Hat eben von Beginn an eben auch mit Tempo gemacht, die der Lou Chomono hat versucht, da dran zu bleiben. Und das ist es ja oft. Die erste Runde kannst du dann auch mitlaufen und dann schießt dir das Laktat ein und du kommst nicht mehr voran. Also auch hier gilt trotzdem immer Renneinteilung. Es nutzt dir ja nichts, wenn du hinten raus dann blau gehst und viele Sekunden verlierst. Auch wenn es eben die kurzen Runden sind, du musst dich einteilen. Es ist ein anderer Rhythmus. Muss trotzdem ein hohes Tempo finden. Und Lou Chomono auf dem Weg zurück ins Stadion zum ersten Wechsel. Dort wartet Sophie Chobo. So ein wenig der Pechvogel in der französischen Mannschaft. Zweimal Vierte gewesen, ganz, ganz bitter. Und heute hat sie aber die Chance, Gold einzufahren mit den Kolleginnen. Auch wenn es ein früher Zeitpunkt ist in dieser Staffel. Aber das sieht schon momentan sehr dominant aus. Wie laufen die Ski im Vergleich zu den Konkurrentinnen, kann man schwer sagen. Sieht alles in der Abfahrt ähnlich aus. Aber es ist ja wirklich jeden Tag das große Thema und alle gucken hin und läuft der Ski, läuft er nicht. Was haben wir heute? Haben wir richtig gegriffen? Haben wir richtig gewachsen? Haben wir die richtige Struktur? Also es ist schon eine Materialschlacht auch, diese Weltmeisterschaften, ähnlich wie in der Formel 1. Da muss einfach das richtige Setup da sein, um hier beste Leistungen bringen zu können. Knotten holt etwas auf, 5 Sekunden hat sie gut gemacht. Sieht auch hier optisch sehr gut aus. Frequent. Ja. Mit der 14 Chloe Levens aus den USA, die wir hier sehen. Tolle letzte Runde, hat sich da nach vorne gekämpft an Magnusson. Mit der 7 Wobornikova und Janina Hettich-Walz. Mit der 14 natürlich die Estin, die USA mit der 15 unterwegs. Regina Ermitz, die wir da gesehen haben. Und jetzt also macht sich Sophie Chobo auf den Weg. Und für die deutsche Mannschaft eben Selina Grotjan. Für Norwegen Juni Arne Kleif. Das mit 24 Jahren eine junge Athletin. Tuli Tomingas, die beste Estin. Hier läuft sie gerade durch Bild. Für Schweden Lin Persson, die in Peking bei Olympiasieg die erste Position hatte, heute auf der 2. Und Janina Hettich-Walz hat sich verausgabt, 26,8 Sekunden in diesem Paket von 3 bis zur Position 6. Eben sind alle sehr, sehr eng beieinander. Und genau das ist der Plan gewesen, der aufgegangen ist über das Schießen. Und wirklich ein fantastisches Schießen im stehenden Anschlag von Janina Hettich-Walz hat ihr die Möglichkeit gegeben, eben da vorne drin zu bleiben in dieser Gruppe. Janina hat von der Laufzeit her nur 0,5 Sekunden auf Lou Chomono verloren auf dieser letzten Runde. Das ist gut. Aber Ermitz, die Nummer 14, die war tatsächlich 11 Sekunden schneller. Aber trotzdem, wenn du mit Lou Chomono auf der letzten Runde so mitlaufen kannst, dann
die konnte auch nicht mehr jetzt. Die war auch etwas erschöpft von den ersten zwei schnellen Runden. Trotzdem eine gute Laufleistung auf der letzten Runde, zumindest von Janina. Ganz genau. Und wir gehen kurz in die Werbung, sind gleich wieder da. Mensch, Johannes, du spürst es schon auch, oder? Ja, gut, dass La Vita gibt. Ja, gut, dass La Vita gibt. Mit über 70 Sorten Obst, Gemüse, Kräutern, Ölen und allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen gibt's nur direkt bei La Vita. Und da sind wir bei der Französin. 24 Jahre ist sie alt. Während der Saison schon auf dem Podest gewesen. Zum ersten Mal im Sprint von Oberhof war's. Und es ist eben diese Dichte, diese Breite auch im französischen Team. Die zwei Besten kommen ja dann eben noch mit Justine Bressas-Boucher und Julia Simon auf den Positionen 3 und 4. Und für sie natürlich jetzt der Auftrag, das Ganze hier zu verteidigen. Keine leichte Aufgabe, läuft alleine, nicht verbummeln, nicht zu schnell, nicht die anderen rankommen lassen und gut schießen. Also das ist schon auch nicht so ganz einfach. Wie Sven Fischer gesagt hat, jede Position hat ihre Eigenheiten. Du musst auch ein wenig damit zurechtkommen können. Selina Grotjan scheint hier ein wenig den Anschluss ja, zu verlieren. Mal schauen, wo wir sie mal sehen. Ja, da kommt sie da unten. Die vier da vorne, da ist eine Lücke dazwischen entstanden. Arne Kleif, Tomingas, Charvatova aus Tschechien und Persson für Schweden. Ja, deutlich. Deutlich, 39 Sekunden, also hat sie 13 Sekunden verloren jetzt bis hierhin. Das ist diese Vierergruppe in der Verfolgung der Französin, die vorne weggeht mit der 1 Juni Arne Kleif, 24-Jährige aus Lillehammer, drittbeste Norwegerin in dieser Saison. Und mit der 14 auch die ja mit einer richtig guten Weltcup-Saison, Tuuli Tomingas. Sehr gute Laufzeiten, hat den Schritt gemacht. Dahinter dann Lynn Persson. Und du hast es gesagt, auch Tschechien heute hier ganz gut mit im Rennen. Lucy Charvatova ist die Athletin auf der zweiten Position. Man sieht schon, wie schmutzig der Schnee, es ist logisch, der Schmutz, der schmilzt eben nicht. Und ja, der Schnee schmilzt und der Schmutz wird immer mehr. Und das ist schwierig für die Ski, die nehmen diesen Dreck, kann man sagen, auf, werden langsam. Es geht allen gleich, das ist keine Frage. Aber die Französinnen und Franzosen haben hier wirklich gute Arbeit geleistet, die Techniker in den letzten Tagen. Die haben immer richtig, richtig gute Ski. Einen kleinen Vorteil haben die da auf alle Fälle. Ja, und auch die Strecken werden immer mal wieder auch verändert, anders gelegt, Teile gesperrt am Vormittag, dass niemand drüber läuft. Also immer in Beobachtung, was da wie, wo, wie die Beschaffenheit ist. Und gerade morgen wird ja nochmal eine 4-Kilometer-Runde gebraucht, eine 3-Kilometer-Runde gebraucht für den Massenstart der Männer. Und das große, große Schneedepot, das ist hier während der Woche der Gletscher sozusagen, hier von Novo Mesto, der ist ganz schön nicht weggeschmolzen, aber abgetragen worden. Die Französin nähert sich schon dem Schießstand. Und die vier hier nach wie vor eng beieinander. Feiertage sind das hier in Novo Mesto. Und das ist wirklich mächtig, mächtig laut. Ähnlich wie in den größten Fußballstadien. Ausgelassene Fankultur. Pickepacke voll. Stunden vorher schon hier. Tolle Atmosphäre für die Höhepunkte hier jetzt noch am Wochenende. Kurzer Eindruck. Ja, schon wieder Wind. Ähnlich wie er allerdings beim Einschießen war. Mal schauen, ob sie hier justiert. Nein.
Boah, der war weit weg. Da war überhaupt nichts mehr. Schwarz im Kontroll. Da war Glück dabei. Weiß. Tief. Dritter Fehler. Auch wieder links tief. Und der Trainer darf nichts sagen, denkt sich, hoffentlich trifft die jetzt. Und die Verfolgerinnen sind da. Jetzt muss sie treffen mit den zwei Patronen, sonst geht's in die Strafrunde für Frankreich. Ja, wind doch jetzt wieder etwas mehr. Ja, Strafrunde für Frankreich. Können sich nur selber schlagen. Aber der Vorsprung war soweit erstmal da. Estland ist durch. Geht als erstes raus mit Schweden, Lynn Persson und Selina Grotjan. Ein Nachlader. Macht das gut. Tschechien fertig, Norwegen fertig. Wie man deutlich hört. So, jetzt muss sie treffen. Selina Grotjan muss jetzt treffen, sonst geht es auch für sie in die Runde. Ja, Nervenspiel für die junge Deutsche. Gleich bei der ersten Schießanlage. Mittendrin dann noch dieser Lärm aufgebrandet, weil die Tschechin hier durchgekommen ist bei diesem Schießen. Also Tomingas jetzt für Estland vorne, 2,4 Sekunden dahinter Persson für Schweden. Dann Arne Kleif, 8,8 Sekunden. Selina Grotjan jetzt auf 9 zurückgefallen. Da sind es dann schon 30,4 Sekunden. Auf die Spitze, sie hatte, wenn man es relativiert, vorhin mal vor dem Schießen 47,8 Sekunden Rückstand. Auf die Spitze, also nach vorne, zwar aufgeholt, aber ja. Naja, mit diesen drei Nachladern, das kostet halt Zeit. Da wäre auch doch der Anschluss wieder möglich gewesen an die Spitze. Und hier haben wir nochmal Sophie Chabot und dann das Trefferbild von Selina Grotjan. Er ist links vorbeigegangen. Ja, da nutzt sie schon die ganze Trefferfläche aus, was sie natürlich auch kann, darf, soll. Und jetzt ist interessant, wo gehen die Schüsse hin? Wie hätte sich da in dem Moment der Wind verhalten? Sie schießt ja mit einer Blende, die die Augen komplett verschließt. Geht jetzt dann nach rechts mit der Trefferlage. Ja. Ja, da hat anscheinend der Wind dann etwas nachgelassen. Und da müsste man sofort reagieren. Und das kann sie aber nicht, weil sie die Augen komplett geschlossen hat. Also nicht die Augen geschlossen, aber verblendet hat. Und da wäre es doch immer gut, wenn man irgendwo noch einen Blick hätte für die Fahnen. Und wir können mal hören. Janina Hettich-Walz bei Nils Kaben, bitte. Ja, sie ist ganz schnell hergekommen, Janina Hettich-Walz. Sie haben die deutsche Mannschaft fehlerfrei in dieses Rennen gebracht. Mussten Sie Ihre Erwartungen korrigieren nach dem Ausfall von Franziska Preuß? Nee, ich denke nicht, dass wir generell unsere... Sorry, es ist gerade so laut. Wir hören Sie trotzdem gut. Nee, ich denke nicht, dass wir unsere Erwartungen korrigieren mussten. Ich bin einfach extrem enttäuscht über das, was heute auf der Strecke passiert ist. Ich bin keinen Meter mitgekommen. Das tut mir extrem leid für die ganze Mannschaft. Also ich bin wirklich gerade absolut fassungslos. Und ja, gut, es haben Skistand dann ganz gut rübergebracht, aber ich habe den Anspruch mit 0,5 an der Spitze zu übergeben und nicht mit einer, keine Ahnung, halben Minute im Rückstand. Man hat das gesehen, als Sie in den Umkleidebereich hier gekommen sind. Haben Sie sich doll beschwert, haben geschimpft. Jan Wüstenfeld hat es abbekommen, der Mannschaftsarzt. Liegt es am Material oder haben Sie sich selbst nicht richtig in Form gefühlt? Oder liegt es an dieser ziemlich miserablen Strecke? Ja, ich glaube, es ist eine Kombi aus allem. Also es gab Strecken, wo es sulzig war. Gerade Skistand hoch oder die erste Schleife. Da hatte ich wirklich extrem zu kämpfen mit meinem Ski. Ich hatte wahrscheinlich heute auch nicht den besten Tag. Aber ich hab gerade keine Worte. Das Thema zieht sich ja durch viele Rennen schon durch. Vielen Dank, Janina Hettich-Walz. Also, da geht sie sehr hart mit sich ins Gericht. Klar, wenn du so schießt, willst du dann natürlich vorne mitkommen, als an erster Position übergeben. Aber mit den 10,4 Sekunden, die sie da hatte, als Rücksteller, 26,8 waren es dann beim Wechsel. Genau, 10,4 waren es am Anfang mal. Klar, dann bist du sauer und dann muss das auch mal raus. Ja, es
an was es liegt, kann man ja so als Außenstehender überhaupt nicht nachvollziehen. Da müsste man schon mit Rennskiern sich im Rennen bewegen können, um auch das Material einschätzen zu können. Das fällt von außen sehr schwer. Es muss offen damit umgegangen werden können, ob das Material jetzt gut war oder nicht. Das ist ja dann kein Vorwurf, sondern das ist eine Feststellung. Und man muss ja lernen, morgen haben wir ja nochmal die Massenstartrennen. Und es muss schon erklärt werden, warum es einmal so gut geht und dann wieder nicht so gut geht. Also deshalb, ich hätte da jetzt kein Problem. Aber man ist natürlich versucht, dann Ausreden zu erfinden. Das ist natürlich auch klar. Das ist so schwierig einzuschätzen. Ja, absolut. Aber Ausreden gab es bei Janina Hettich-Walzer jetzt gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Und wir haben ja auch zu Beginn bei Selina Grotjan beobachtet, dass sie da gleich relativ weit weggeflogen ist, sag ich mal. So salopp. Also das sind die ewigen Diskussionen. Wir haben es ja mehrfach angesprochen, auch heute wieder. Auch die Schweden tun sich schwer, beide Mannschaftsteile. Und testen und testen und kommen nicht aufs Podium, außer in den Mixstaffeln. Sind auch überhaupt nicht zufrieden, Johannes Lukas, weil es einfach so außergewöhnliche Bedingungen hier sind. Sie sehen das hier, wieder scheint die Sonne, es ist warm, es ist fast frühlingshaft. Selina Grotjan im Augenblick ca. 40 Sekunden im Rückstand. Es waren ja 30 Sekunden nach dem Schießen. Also sie verliert auch wieder, wobei die Selina nicht die Weltklasse in diesem Winter auch darstellt im Lauf. Wir müssen schon auch realistisch sein. Wir haben es ja gesehen in den, im Vorlauf auch 5% und mehr Rückstand. Das ist die Realität und nicht nur jetzt bei dieser Weltmeisterschaft. Aber natürlich während der Saison zweimal schon auf dem Podium gewesen. Das muss auch der Anspruch sein, auch bei den drei letzten Weltmeisterschaften jeweils mit Medaillen dekoriert. Umso enttäuschender ist es dann, wenn das hier so läuft, wie sich das momentan andeutet beim deutschen Team. So, jetzt doch hier einige Nachlader zu verzeichnen. Selina Grotjan ist da. Die Estin geht als Erste raus, hält also die führende Position. Ja, wow. Bravo. Sehr, sehr gut. Und über dieses sehr gute Schießen hat sie sich da vorne wieder reingesetzt. Strafrunde für Frankreich. Schweden mit 5 Treffern, Tschechien muss nachladen. Selina. Und das war ein überragendes Schießen von Selina Grotjan. Toll, ja. Sie ist eine Kämpferin, absolut, und sie kann auch die letzte Runde. Hoffentlich gelingt es ihr irgendwo dran zu bleiben. 24,9 Sekunden hat sie geschossen, sie war damit die schnellste jetzt in dieser Runde. Neunte nach dem dritten Schießen, jetzt auf 3 vorgesprungen. 20,8 Sekunden der Rückstand. Und hier haben wir die Estin Tomingas. Und dann nochmal Selina Grotjan. 11,5 Zentimeter nutzt sie voll aus. So die Größe der Scheiben und das hat sie wirklich grandios gemacht. Und der letzte, der ging fast auf die stehende Scheibe, auf die kleine mittlere Scheibe. Jawohl. Und da ist doch Erleichterung da draußen. Die deutsche Mannschaft also bleibt hier im Geschäft bei dieser Staffel, trotz der widrigen Bedingungen. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt und werden das beobachten, diese letzte Runde, wie sie da mitkommt. Lin Persson hinter ihr, die Schwedin, vor ihr Tomingas Estland und Arne Kleif aus Norwegen. Schweden also auf 4, Frankreich zurückgefallen auf 9. 46,5 Sekunden, das ist richtig bitter für die französische Staffel. In Führung liegend nach dem Wechsel und jetzt auf 9 mit diesem Rückstand. Und trotzdem bleiben die für mich nach wie vor die Favoriten. Die Französinnen. Ja, schau, jetzt schauen wir, was Grotjan da macht. Läuft gut optisch auf alle Fälle mal. Mit den Schwedinnen praktisch raus. Mit Lin Persson. Die großgewachsene Tomingas. Die Extreme liegt, gerne auch mal zum Eisbaden geht.
Dann mit der 1 die Norwegerin Julie Arnekleif. Selina Grozian, schauen Sie vor der Schwedin Persson hier diesen Anstieg hoch. Und du hast es gesagt, das sieht wirklich gut aus. Ja, sie kann letzte Runde, sie kann sich die Rennen einteilen. Und sie verliert, ja, was verliert sie denn? 5 Sekunden. 5 Sekunden hat sie verloren, aber die Position gegen Schweden verteidigt sie. Gut. Ja. Das ist im Moment wirklich das oberste Ziel, hier ganz vorne mit drin zu bleiben. Position verteidigen. Jetzt geht sie mit hier, nehmen Schritt auf. Und dann alles. Letzter Anstieg, alles vorbei. Jede Sekunde auf Frankreich zählt. Komm! Ab! Ja, ist doch klar. Schön mitgehen. Persson hier als Lokomotive nutzen. Dranhängen. Nach dem letzten Anstieg ist das Gröbste geschafft. Kehrtwende. Und dann Richtung zweiten Wechsel und dort wartet Vanessa Vogt, die jetzt hier ihre Skier abholt. Die Rennski, die ja immer getestet werden auf Flur. Es ist ja ein Verbot seit diesem Jahr, Flurwachse zu verwenden und dann eben in der Aufsicht des Verbandes bleiben in diesem Gestell und die Athleten, Athletinnen sich dann ihre Skier dort wieder wegnehmen müssen, kurz bevor sie an den Start gehen. Das alles unter Beobachtung, bis es dann losgeht. Also, Selina Grozian, bleibt dran. Das ist die gute Nachricht. Jetzt geht es hier in den Schuss rein, in die Abfahrt. Also, vom Fahren her, ja, würde ich jetzt keine ganz großen Unterschiede feststellen. Aber, wie gesagt, der Eindruck, der eigene persönliche Eindruck ist wichtig. Und Tuli Tomingas macht das hier ganz hervorragend. So, das ist eine wirklich tolle Zwischenbilanz für die Estinnen. Regina Ermitz vorneweg und jetzt Tuli Tomingas zur Halbzeit. Die übergibt dann an Susan Köhn, die hier schon wartet. Für die Französinnen dann eben Justine Bressas-Boucher. Für Schweden Hanna Öberg. Also jetzt kommen nach und nach die Besten der Besten. Schöne Kampf. Schauen Sie, Selina Grozian, ja, wie sie sich da hochkämpft, jetzt vor der Schwedin. Und zur Halbzeit also Estland vorne. Der Abstand hier in dieser Perspektive ganz gut zu sehen. An zwei dann Norwegen. Und dann kommt Selina Grozian da hinten. Hier haben wir für Tschechien Markéta Davidová. Auch das eine starke Gegnerin für Vanessa Vogt, die jetzt auf die Reise geht. Jawohl, die Berührung ist da, die muss sein. Und gleich mit Hanna Öberg, die mit langen, mächtigen Zügen da reingeht in ihre erste Runde. Ja, und insgesamt Gratulation an Selina Grozian, an Position 3 übergeben, 23,3 Sekunden, der Rückstand auf die Spitze, deutsche Mannschaft im Geschäft gehalten, toll. Absolut, und sie ist mit 3,5 Sekunden nur langsamer als Sophie Chauveau aus Frankreich, die schnellste letzte Runde hatte, also dann hat sie es wirklich gut hingebogen, die Selina. Sie hat sich das Rennen eingeteilt. Und das ist ja eine Stärke von ihr tatsächlich. Die läuft nie so schnell an, aber hinten raus kann sie immer noch zulegen. Sie läuft so, dass sie trifft. Und das war ja auch eindrucksvoll, ihre Schießleistung am Schießstand. Und da verliert aber schon die Vanessa Vogt gegen die Schwedin, gegen Hanna Öberg. Ja, die sich da schon davon gemacht hat. Selina Grozian übrigens war ja ihr zweiter Staffeleinsatz auf dieser zweiten Position zum Auftakt in Östersund schon, als die Mannschaft Dritte wurde. Also auch hier hat sie einen richtig guten Job gemacht. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie es Vanessa Vogt ergeht. Momentan im Vergleich zur Schwedin sieht das gar nicht so gut aus. Auf diesen ersten Metern haben wir Selina Grozian noch mal groß im Bild. Die 19-Jährige startet für den SC Mittenwald. Und für Estland vorneweg, also jetzt Susan Köhm
Die 27-Jährige aus Tallinn. Saisonbestleistung, ein 18. Rang im Einzel von Östersund. Auch sie hoch aufgeschossen, groß gewachsen. Und Hanna Öberg schon dran an der Norwegerin. Idalin. Ja. So, und da sieht man es hier, die beiden, das sind die Positionen 1 bis 3. Vorne die Estin, dann Norwegen, dann Schweden und da unten kommt Vanessa Vogt. Die ja auch während der Woche oder während der Tage hier in Novo Mesto immer mal mehr oder weniger zufrieden mit dem Material. Immer die, die auch vorne Tacheles geredet hat und die Diskussion dann angeschoben hat. Und wir hoffen mal sehr, dass sie heute gute Skier gegriffen hat. Und das ist der Wechsel von Italien. Dorothea Wierer auf Rebecca Passler, die momentan hier keine Rolle spielen in dieser Staffel. 16. Rang, 2 Strafrunden, 3 Minuten 10 der Rückstand. Und sie kommt da gut zurecht, da vorne. Und Vanessa Vogt auch in Östersund auf dieser dritten Position gelaufen. In Hochfilzen dann mal auf der vierten. Und in Oberhof auf der ersten. Also sie ist ordentlich durchrotiert durch die Staffeln. Und Frankreich kommt auch schon daher. Justine Bressas-Boucher. Gold mit der Mixstaffel ja gewonnen. Silber, Sprint, Bronze in der Verfolgung. Also, die hat hier schon einen ganzen Satz Medaillen abgeräumt. Und da steht das Zeichen ganz klar auf Attacke. Ja, diese beiden holen auf zur Spitze. 6 Sekunden waren es vom Wechsel bis zur ersten Zwischenzeit jetzt. Während Vanessa Vogt die Zeit praktisch identisch hält zur Spitze. 23 Sekunden waren es. Überholvorgang hier von Hanna Öberg, die da schön innen durchgelaufen ist, sich zunächst mal an die Spitze setzt. Und jetzt die Frage natürlich für Idalin, ob sie da mitgeht, mit kann. Ja, die Schwedin, ich habe es angesprochen, auch nicht zufrieden. Hanna Öberg und ihre Schwester ja mit in der Mixstaffel gewesen zu Beginn dieser Weltmeisterschaften. Da gab es Bronze für Schweden, aber das war's. Mit den Männern gemeinsam mit Ponsi Luoma und Samuelsson. Keine Einzelmedaille. Jetzt also die Chance heute. Momentan sind sie ja mit vorne drin. Und hier kleiner Tröster, Selina Grostian und Janina Hettich-Walz. Findet immer noch kein Lächeln, ist immer noch bedient. Ja, das Gefühl, auf diesem Schnee zu laufen, das ist einfach immer ein schlechtes. Das ist bei allen schlecht. Und das muss man heute auch akzeptieren, dass es einfach schlechte Bedingungen sind, dass es langsam ist, dass es einem zäh vorkommt. Es kommt allen zäh vor. Und dass es in verschiedenen Abschnitten auch noch unterschiedlich ist. Ja. Ja, Vanessa auf die Spitze, hat sie 4 Sekunden gut gemacht. Jetzt gilt es eben auch für sie wieder am Skistand. Und der Wind im Augenblick leicht von links nach rechts. Hier sieht man 5 km/h eingeblendet. Das ist natürlich tatsächlich alle 4-5 Stände auch unterschiedlich. So, Hanna Öberg. Und ganz vorne also die Estin und hier Mitte 1 für Norwegen, Idalin. Und dann kommt Vanessa Vogt. Auf dem Stand, auf dem sie auch angeschossen hat, die Bahn 4, ist nicht unbedingt ein Nachteil. Oh. Aber leider auch mit einem Fehler, jetzt justiert sie nach. Schweden fertig, ja. Estland fertig. Ja.
Und Persas Boucher auch schon neben ihr, marschiert hier durch die Scheiben und trifft alle fünf, geht vorbei. Justine Persas Boucher vorbei an Vanessa Vogt, die jetzt aber ihr folgen kann. Hier vorne sehen wir die Französin kurz aus dem Bild verschwinden, schon auf Position 4 nach vorne gekommen. 18 Sekunden jetzt nur noch der Rückstand. Es waren 45,5 Sekunden beim Wechsel für Frankreich. Also die macht hier mächtig Betrieb. So, nach wie vor vorne, aber Estland 1,7 Sekunden dahinter. Hanna Öberg, also quasi zeitgleich rausgegangen. Da sind wir gleich mal gespannt, wenn wir wieder rausgehen auf die Strecke, ob Hanna Öberg da nicht schon vorbeigegangen ist, wovon ich mal ausgehe. Ja, sicher. Idalin Andrei, Justine Presas-Boucher und Vanessa Vogt auf der fünften Position, 21,3 Sekunden zurück nach diesem Schießen. Interessant, die schnellste Zeit bisher 29,3 Sekunden. Also alle versuchen natürlich auf den Wind zu achten, müssen mal justieren und daher eben die etwas höheren Schießzeiten. Vanessa Vogt mit ihrem Nachlader 39,2. Da sehen wir gleich mal den Fehler rechts, ja. Und sie hat perfekt reagiert, hat hier bei rechts gedreht. Allerdings, es waren zwei oder drei Rasten. Das ist natürlich die Trefferlage immer noch rechts sein. Oh, da hat sie sogar einen Randtreffer links. Randtreffer rechts. Auch sie nutzt das ganze Feld der 4,5 cm aus. Und hier auch wieder etwas Glück. Egal, alle fünf Scheiben sind weiß. Weiter geht's. Und die Strafrunde vermieden. Und das hat auch Selina Grotjan, die hier wirklich ein tolles Rennen geboten hat auf dieser ihrer zweiten Position. Und jetzt können wir sie hören bei Nils Kahr, bitte. Ja, letztes Jahr, Selina, sind Sie Weltmeisterin geworden mit den Junioren. Ist doll anders bei den Großen hier? Auf jeden Fall. Also nochmal eine ganz andere Liga. Schwierig da vorne mitzuspielen, wenn alle anderen auch so Wahnsinn auf der Strecke auch sind. Also ist schon viel schwieriger wie bei den Junioren. Also ein tolles Stehen, Schießen, schnell und alle Scheiben getroffen. Hatten Sie gar keine Zeit, aufgeregt zu sein? Oh, ich dachte mir einfach nur, jetzt muss ich die Null bringen. Ansonsten, keine Ahnung, muss ich sie mir wieder durchs Laufen rausholen. Deswegen habe ich da nicht so viel nachgedacht. Janina Hettich-Walz war vor ein paar Minuten hier. Die war ganz unglücklich mit Skiern, mit ihrer Laufvorstellung. Sie sagt, sie konnte machen, was sie wollte. Sie kam nicht richtig voran. Wie ist Ihnen ergangen? Ja, es war irgendwie schwierig. Mal in der Abfahrt war ich wieder ganz gut. Dann hat mich die Belgierin brutal überholt in der Abfahrt. Also war immer so, bei einer Abfahrt war ich ganz gut dabei. Aber war schon irgendwie, allein der Schnee war wieder so ein bisschen klebriger wie letzte Woche. Schätze ich mal, dass es so war. Also war schon extrem schwierig heute auf der Strecke. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt am Ende. Vielen Dank. Ja, wiederholt sich eben in den Interviews. Und es ist ja eben auch schwierig. Ja. Und schmutzig, schau hin. Ja. Man hat den Eindruck, von Runde zu Runde wird es hier dunkler. Der Schnee färbt sich immer mehr ein und dadurch wird es natürlich auch immer langsamer. Und Hanna Öberg, die hat Idalin nicht nur überholt, sondern hat sich auch schon deutlich abgesetzt von der Norwegerin auf der zweiten Position. Ja. Also hat die Führung übernommen, Hanna Öberg, sorry. Ist vorbeigegangen an der Estin. Idalin hat da schon keine Rolle mehr gespielt. Und dann geht's bald los für Sophia Schneider. Unverhofft. Auf der vierten Position. Also die Initiative jetzt bei der Schwedin hier, bei Hanna Öberg. Vorneweg das Rennen zu bestreiten. Ohne Sieg noch in dieser Saison. Dreimal Zweite, einmal Dritte, immer auf dem Podium. Und wenn es dann hier zum Höhepunkt klappen würde mit der Eins, das wäre schon wirklich ein guter Schritt für die schwedische Mannschaft. Aber wie angesprochen, schauen sie jetzt schon auf der dritten Position. Justine Presas-Boucher. Und es sind nur noch 9,5 Sekunden. Ja, die Franzosen haben das richtige Material gefunden oder die richtige Präparierung. Neben der hervorragenden Form natürlich, die sie außerdem hat. Sie ist ja die schnellste im gesamten Teilnehmerfeld, Justine Presas-Boucher. Ganz genau. Vorbei an der Norwegerin, auch an der Estin jetzt. Justine Presas-Boucher. Hier
führt also diese Dreiergruppe hier an. Und geht als Zweite hier zurück ins Stadion. Dann haben wir mal die Perspektive vorne. Also Hanna Öberg, dann Justine Prisas Boucher. Dahinter Idalin. Und ganz hinten, da kommt Vanessa Vogt. Ja, zusammen mit Österreich, immerhin. Lisa Theresa Hauser, ja. Auch eine, die ganz hervorragend schießen kann, läuferisch in diesem Jahr wirklich überhaupt noch nicht zu Rande kommt, war natürlich krank. Ja, viele Probleme gehabt. Viele Probleme, die Lisa läuferisch nicht zu vergleichen mit den Jahren zuvor, aber sie kommt schon langsam wieder. So, Wind, 8 Kilometer wird hier angezeigt, wenn man so über den Schießstand generell blickt, ist es aber eigentlich augenscheinlich nicht anders als die Schießen vorher. Und jetzt ist es schon ein direktes Duell, fast da vorne. Ja, da kam sie jetzt mit der Atmung nicht mehr hin. Ja, jetzt zögert sie. Hanna Öberg macht den Fehler. Justine Prisas-Boucher aber auch. Vanessa Vogt ist da. So, Justine Prisas-Boucher geht vorbei, übernimmt hier die Führung. Frankreich ist zurück an der Spitze. Was macht Vanessa Vogt? Wieder ein Fehler zu Beginn. Norwegen mit Strafrunde. Ja, mit Lisa Lisa Theresa Hauser, alles getroffen, vorbei an Vanessa Vogt. Ja, gut. Die aber jetzt die fünfte Scheibe umlegen kann und die letzte Laufrunde aufnehmen kann. Und die Norwegerin Idalin, die kämpft hier nach wie vor. Eine Patrone bleibt noch, kommt dann noch eine Strafrunde hinzu. Ja. Ja, zwei Strafrunden für Norwegen. Vanessa Vogt auf Position 5 rausgegangen, 29,9 Sekunden hinter Justine Prisas-Boucher, die führt. Vor Schweden 7,3 Sekunden und hier ist in Kulm jetzt auf dem dritten Rang mit 9 Sekunden. Also Rückstand. Island da mitspielt, das ist schon extrem stark. Und da kommt ja auch noch eine, die Tally Herm, die kann durchaus auch eine ordentliche Leistung bringen. Also Island ist im Kampf um die Medaillen voll dabei. Also jetzt letzte Laufrunde für Vanessa Vogt, Davidova, die hier gefeiert wird. Rückstand aber da schon weit mehr als eine Minute. Da klafft die Lücke zwischen 5 und 6 zwischen Deutschland und Tschechien. Und in der Strafrunde nach wie vor Idalin. Gleich 2 für Norwegen hat sie sich eingehandelt. 2 Saisonsiege gab es für die Frauen aus Skandinavien. Aber jetzt macht es hier doch ganz schwierig für Ingrid Landmark-Tandrevold, die dann auf der 4. Position kommen wird. 10. Rang für Norwegen, 1,35 jetzt. Zurück. So, Vanessa Vogt können wir noch mal beobachten. Der war links tief. Ja, der letzte rechts tief. Aber noch deutlich drin. Bisschen Probleme beim Nachladen. Ah, das war eine liegend fast eine 10. Das war hervorragend. Mit diesem Nachlader. Da gilt es ja wirklich immer auch, cool zu bleiben. Und Justine Prisas-Boucher hat also die französische Mannschaft da nach vorne gebracht. 3 Medaillen hat sie schon gewonnen. Gold in der Mixed, Silber im Staffel, im Sprint. Und wie erwähnt eben auch noch Bronze obendrauf in der Verfolgung. Und jetzt fällt es natürlich auf. Prisas-Boucher war nach dem Schießen vorne. Und jetzt verliert Vanessa Vogt doch deutlich 10 Sekunden. Und das ist eben ein Teilabschnitt, der ihr gar nicht liegt. Da fehlt ein wenig die Kraft, also die Maximalkraft. Ja. Und rüber hier, jawohl, gut so, jawohl, jetzt kriegst du an hier, komm. Hopp, auf geht's, hopp, Anni, hopp. Ja, an dieser Stelle immer noch mal die kleine Hilfe von der Seite über diese Kuppe darüber zu gehen.
Und Markéta Davidová, der Star in der tschechischen Mannschaft, mit Problemen aber eben auch in dieser Saison, wird hier gefeiert vorbei an den heimischen Fans. Eine Top-10-Platzierung gab es für sie. Nicht ihre Saison, aber auch sie zwischenzeitlich mal krank gewesen, Markéta Davidová, und kommt nur ganz, ganz langsam wieder in Schwung. So, Julia Simon haben wir schon häufig gesehen während der Woche. Kurzärmlich, frühlingshaft erwartet Justine Présas-Boucher, um das Ganze hier zu Ende zu bringen. Gab eine ordentliche Delle zwischendrin, aber sie hat es wieder gerichtet hier. Justine Présas-Boucher. Elvira Öberg für die Olympiasiegerinnen von Peking dann für Schweden. Hat 10 Sekunden schon kassiert, die Schwedin auf Hanna Öberg, ja. Auf Justine Présas-Boucher. Und dann kommt die Estin nach wie vor auf Rang 3 zu St. Kühlm. Und der kleine Winker für die Schlussläuferin von Estland. Und schau, Lisa Theresa Hauser springt sogar etwas an. Sie kommt wieder besser in Form, sieht da ganz gut aus. Und Vanessa hat nochmal 7 Sekunden verloren. Und das ist der Wechsel der Französinnen, der Favoritinnen, Julia Simon. Und hier mit der Neuen für Österreich, Anna Juppe, die den Abschluss bildet auf der 4. Position. Zwischenzeitlich die US-Amerikanerinnen überrundet, schon rausgenommen aus diesem Rennen. Elvira Öberg. Und hier die Schlussläuferin für Tschechien, Jessica Jislova. Und dann der Wechsel zwischen Susan Kühlm und Johanna Talihern aus Estland. Nach wie vor auf dieser 3. Position. Gut 10 Sekunden jetzt hinter Schweden, dann Österreich. Weitere 7 Sekunden hinter Estland. Und der Wechsel dann von Vanessa Vogt auf Sophia Schneider. 51,5 Sekunden sind es. 29,9 waren es nach dem letzten Schießen. Mächtiger Dämpfer. 21,6 Sekunden auf der letzten Runde kassiert. Insgesamt 52 Sekunden hinter der schnellsten im Laufen. Also die Laufzeit ja, fast eine Minute. Also das ist schon ein deftiger, wie du sagst, Dämpfer. 23 Sekunden hinter dem 3. Rang, hinter dem Podiumsplatz, hinter der Medaille weg. Das ist der Auftrag für Sophia Schneider. Wir haben es ja thematisiert, Laura, Sven zu Beginn. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie das nur so knapp vorher erfahren hat. Ist was anderes, wenn du länger wartest, wie wir es bei Justus Strelo hatten, auf die Single-Mix-Staffel ein paar Tage zuzuwarten. Alles guckt darauf und da muss es dann funktionieren. Und hier hast du gar nicht groß die Möglichkeit, morgens noch lange nachzudenken. Da musst du deine Sachen packen, alles an alles denken. Und dann geht's rein ins Stadion und dann geht's auch dann schon bald los. Insofern sind wir gespannt, was sie draus macht. Zum ersten Mal auf der 4. Position unterwegs, Sophia Schneider, in einer deutschen Staffel. So, Rückstand war 17,9 Sekunden von Schweden auf Frankreich. Und hier nochmal der Wechsel, die kurze Berührung. Dann ist die 26-Jährige von SV Oberteisendorf ins Rennen geschickt. Und welch Weltmeisterschaften für sie, für Julia Simon. Dreimal Gold schon im Sprint, in der Verfolgung, mit der Mixstaffel, Bronze in der Verfolgung. Beste Athletin, erfolgreichste Athletin hier in Novo Mesto. Ja, Elvira Öberg hält die Zeit. Ja, in dieser 2. Position, jede jetzt für sich unterwegs. Ja. Ja, die Sensation könnte durchaus auch Österreich gelingen mit Anna Juppe. Johanna Telliherm auf der 3 und dann kommt Anna Juppe hier ins Spiel für Österreich. Lisa Theresa Hauser hat das geschafft auf der 3. Position. Die Österreicherinnen
nach vorne gebracht, auf die 4. So, jetzt geht es darum, wie ist der Rückstand auf Position 3. Das ist jetzt, genau. Nach vorne braucht man sich jetzt, nach weiter vorne muss man sich jetzt nicht mehr orientieren. Aber es ist jetzt genau eine Minute. Das sind 23 Sekunden auf Platz 3. Für Sophia Schneider. Und wir machen hier nochmal eine kurze Gesprächspause und sind gleich wieder da. Elvira Oeberg haben wir da noch kurz gesehen. Und da draußen die Mannschaft zusammenstehend. Vanessa Vogt. Oh, sieht auch aus, als würde sie hier ordentlich schimpfen. Muss hier getröstet werden. Gleiche Bild bei Vogt. Ja, die beschwert sich auch. Kann jetzt nicht deuten, ob über sich oder über das Material. Ja. In Tränen aufgelöst. Vanessa Vogt. Während der Woche ja schon einmal so, dass sie sagt, ihr fehlen die Worte. Das ganze Jahr über tut man alles dafür und dann zum Höhepunkt hin geht nichts zusammen. Sieht bitter aus für die deutsche Mannschaft. Am heutigen Tag bei dieser Staffel der Frauen. Zwei favorisierte Teams vorneweg, Frankreich und Schweden und dann... Eher überraschend, diese beiden hier, Estland und Österreich, momentan im Kampf um Bronze. Und die deutsche Mannschaft eben, wie erwähnt, mit Sophia Schneider doch schon ein gutes Stück weit weg. Ganz nach vorne auf Julia Simon nochmal 5 Sekunden verloren, aber das ist momentan nicht relevant. Der Rückstand immer noch 23 Sekunden auf Bronze. Genau, das ist der Punkt. Das ist das Ziel. Das muss es sein. Aber da muss sie natürlich auch erstens besser zurechtkommen, gutes Material haben und am Schießstand ein wenig hoffen, dass die anderen nebendran liegen. Also auf die Fehler der anderen, was man niemand wünscht, aber das ist einfach die Voraussetzung, wenn es noch was werden soll mit der Medaille. Anna Juppe ist eine hervorragende Schützin, eine ganz hervorragende Schützin. Und sie ist schon wieder da, ersten 2 Kilometer absolviert, Julia Simon. Mitten rein. Geht ganz raus aus dem Anschlag, ist aber auch wieder schnell drin. Und schießt die nächste 10. Wow, absolut, Jean-Paul Jacquinot. Applaus, Applaus. Elvira Oeberg. Ja, das ist dann eben die Situation. Du hast mitbekommen, die Konkurrentin ist weg. Mit einem Nachlader nur. Und dann musst du deine 5 Scheiben treffen. So, Österreicherin, die Estin liegen hier schon bereit. Sophia Schneider nähert sich. Beide jetzt hier mit einem Fehler, Österreich mit 2. Beide 2 Fehler, Österreich jetzt schon mit deren 3. Die Chance für Sophia Schneider. Strafrunde Österreich. Und das Daumendrücken da draußen. Ein Nachlader, 2. Runde für Österreich. Ja, und jetzt geht sie mit der Estin gemeinsam raus. Ein Stück weit Erleichterung da draußen bei den Kolleginnen. Also die Österreicherinnen zunächst einmal weggeflogen. 2 Strafrunden. Tellyham und Schneider jetzt eng beieinander im Kampf um die Bronzemedaille.
Hinten kommen noch Tschechien und Norwegen. Ingrid ja. Landmark-Tandrevold schießt jetzt sehr gut. Die da mittendrin liegt, gut zu erkennen als Linksschützin. Muss einmal nachladen. Mit der 8 die Ukrainerin. Mitrenko vorbei. Zweiter Nachlader für sie. Für Ingrid Landmark-Tandrevold. Ja. Ja, wirklich so ein Wechselbad der Gefühle erlebt während diesen Weltmeisterschaften, selbst unzufrieden ist. Und Anna Juppe, die hier die Strafrunden abarbeitet und weitere Athletinnen vorbeiziehen lassen muss. In diesem Falle eben Ingrid Landmark-Tandrevold. Und wenn Sie es gesehen haben in unserem Vorlauf, ist sie empfangen worden. Zunächst einmal gab es Tränen bei ihr. Nachdem sie, wie sie erzählt hat, eine halbe Stunde in der Mixzone nur negative Fragen hat beantworten müssen. Und dann hat sie die Mannschaft toll empfangen im Hotel. Aber wir wollen hier nochmal auf das Trefferbild von Sophia Schneider schauen. Auch der Fehler war ganz weit rechts tief. Da hat sie sehr früh wahrscheinlich den Abzug betätigt. Wollte riskieren. Hat es aber dann doch gut hinbekommen mit dem einen Nachlader. Kann man gar nichts sagen. Jetzt muss sie halt schauen, dass sie die Nerven bewahrt. Vielleicht jetzt hinter der Estin oder mit der Estin zusammenläuft. Die waren ja auf der Runde vorher nicht viel auseinander. Ja. Ja, und dann gilt es beim letzten Schießen. Um eben beim letzten Schießen noch einmal gut durchzukommen. Und dann in der letzten Runde, das ist die große Hoffnung, die wir alle haben. Schauen Sie, sie ist schon vorbeigegangen auf die dritte Position. Sophia Schneider macht das bis hierhin wirklich gut. Ganz stark. Ja, war ja nicht zufrieden eben mit ihren bisherigen Resultaten bei diesen Weltmeisterschaften. 28. im Sprint, 37. in der Verfolgung. Insgesamt ihr dritter Staffeleinsatz in dieser Saison für die deutsche Mannschaft. Und nach diesen Leistungen hier hat sie mehr oder weniger dauernd trainiert, was sehr schwierig ist eben hier. Viel mit Skirollern auch unterwegs gewesen, außerhalb des Stadions. Beim Warmmachen heute übrigens auch ist sie draußen mit Skirollern rumgelaufen, die Sophia Schneider, damit sie sich ein bisschen bewegen kann. Hier im Bereich ist ja nichts mehr möglich. Ja, und auch, wir haben auch auf der Fahrt hierher mitten unterwegs Philipp Horn gesehen, der auf den Straßen hier unterwegs war. Das ist dann eben das Mittel, das du nutzen kannst. Also das sieht jetzt doch schon wieder viel, viel besser aus für die deutsche Mannschaft im Hinblick auf eine Medaille. Sind wir mal gespannt. Vieles hängt, du hast es gesagt, auch davon ab, was ist mit Ingrid Landmark-Tandrevold. Hier kommt sie, haben wir sie kurz gesehen. Und Julia Simon an der Spitze liegend. 20,2 Sekunden war ihr Vorsprung nach dem siebten Schießen. Jetzt sind es 23,3. Also sie macht das wie gewohnt von der Spitze und sie ist ja auch eine Bank beim letzten, beim Stehenschießen. Da sie zu schlagen ist fast unmöglich. Und Elvira Oeberg, Hanna Oeberg, ihre Schwester, wirklich mit einem tollen Job hier die Mannschaft da vorne hingebracht. Und jetzt gilt es eben für Elvira Oeberg zu schauen, was da noch geht. Wobei an dieser prächtigen Kulisse zum letzten Schießen, zur Entscheidung in dieser Staffel. Da kommt Sophia Schneider und die Betreuer da draußen geben gleich die Information durch. Sie ist auf der dritten Position, hat ein paar Sekunden, die sich jetzt absetzen können von Telly Herm und sieht gut aus. Ist sie hier diejenige, die am Ende die Medaille noch schnappt? Kurz reingekommen und dann der Glücksbringer für die deutsche Mannschaft. Das ist weiterhin ein spannendes Ding aus deutscher Sicht. Und sie hier kann es jetzt erledigen. Ja, etwas Wind, etwas Wind, etwas Wind. Drei Patronen, da taucht er ab, der Jean-Paul Jacquinot, das gibt's doch nicht.
muss jetzt alles treffen. Ja, der Wind hat zugenommen. Sonst muss sie in die Runde. Ja, aber nervenstark. Und da draußen die Erleichterung. Das nächste Gold für Frankreich, wenn da nichts mehr passiert. Elvira muss ja auch noch nachladen. Elvira Oeberg jetzt gleich zweimal. Also die Favoritinnen haben sich hier am Ende durchgesetzt. Ja, nochmal richtig schwieriger geworden hier. Sehr weit weg gewesen. Letzte Strafrunde für Schweden. Ja, gibt's denn jetzt? Gibt's denn das? Ja. Weitere Chance für Sophia Schneider. Wo kommt sie? Die kommt jetzt an den Schießstand, aber ja, na, ist die muss auch erstmal fehlerfrei schießen. Ja, ja, klar. Und Elvira Oeberg ja schon auf dem Weg in die Strafrunde und läuferisch klar überlegen der Deutschen. Daumen drücken jetzt. Geht's um die Medaille für Deutschland? So, Oeberg ist raus, hält die zweite Position. Oh, ist klar, oh, die ist in. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Und jetzt muss auch Sophia Schneider alles treffen. Ah, da siehst du, wie der Körper hin und her wankt. Boah. Sie kämpft. Die Estin hat auch Probleme. Ja! Super! Super, Sophia Schneider kommt hier rein auf diese vierte Position. Und schauen Sie sich das an. Tolle Bilder hier in Novo Mesto zum Abschluss dieser Staffel. Und jetzt gibt's nur noch eins. Alles raushauen. Tja, da fließen die Tränen und jetzt sind es die des Glücks, glaube ich, eher als die der Enttäuschung, die wir vorhin gesehen haben. Zwei Strafrunden, Ingrid Langmatt-Handrevold. Boah, hat das Blatt hier nochmal gewendet, Sophia Schneider. An fünfter Position reingegangen und jetzt an drei mit deutlichem Vorsprung. 20 Sekunden sind vor Telly Herm, das lässt sie sich nicht mehr nehmen, die Sophia Schneider. Top-Job gemacht und jetzt fallen hier die Strafrunden, eine nach der anderen. Sehr, sehr schwierige Bedingungen. Ingrid Landmark-Tantrevold, drei Strafrunden. Das ist richtig bitter. Das Leiden geht weiter für die sympathischen Norwegerinnen hier in Novo Mesto, beziehungsweise für sie, für Ingrid Landmark-Tantrevold. So, Anna Juppe steht da noch am Schießstand. Und sie muss hier wieder bittere Runden drehen. Gratulation an die deutsche Mannschaft. Also sie haben jetzt wirklich ohne ihre Stärkste, ohne Franziska Preuß antreten müssen. Das war sicher ein Schock. Und dann lösen sie es wirklich so. Sophia Schneider jetzt die Nerven bewahrt mit dem letzten Schuss, das letzte Ziel getroffen. Da muss man schon sagen, mehr ging nicht. Das war wirklich das Optimum. Der dritte Platz, wenn er denn so bleibt, und davon gehe ich aus, ist das Optimum heute. Absolut super gemacht. Und das ist die Befreiung. Ja, gut auch und schön auch für ihn. Janina Hettich-Walz, für Vanessa Vogt, die da mächtig enttäuscht waren, dass das eben heute für sie nicht mehr möglich war, als dass sie selbst von sich erwartet haben, aus verschiedenen Gründen. Wir haben es ja gehört bei Janina Hettich-Walz. Da war so vieles mit im Spiel. Und dann geht das hier so aus für die deutsche Mannschaft. Und Julia Simon, die kann hier in aller Ruhe diese letzte Runde absolvieren. Viertes Gold für sie. Und da schon das Winken an die Fans. Der Dank für die Unterstützung. Frankreich also mit der Goldmedaille. Und auch die Schwedinnen nach der Medaille im Mixed. Jetzt also eine in der Staffel der Frauen. Die silberne ist es. Und Sophia Schneider auf dem Weg, die Bronzemedaille für ihre Mannschaft, für das Quartett aus Deutschland zu gewinnen. Toller Kampf der Estinnen. Großes Lob, große Anerkennung. Johanna Tallyherm am Ende konnte es dann nicht mehr halten. Sie haben hier sehr, sehr lange mitgespielt und es wird für sie ein herausragender Platz, wenn es auch keine Medaille ist. Und Julia Simon hier und da noch eine kleine Hand für die Zuschauer.
die kann sich jetzt schon auslaufen für morgen. Das ist optimal. Da muss sie nicht mit dem Roller draußen rumlaufen, sondern läuft hier über den Schnee. Ganz locker diese letzte Runde. Das wird dann auch nicht mehr in die Auswertungen, in die internen eingehen. Denn diese letzte Runde ist eine Genussrunde und dient tatsächlich dem Auslaufen. Ja, die Französinnen ja in Oberhof im Vorjahr ohne Medaille, jetzt also ganz oben auf. Und auch dafür ist Zeit, Fahne noch mitzunehmen, mitzutragen ins Ziel. Julia Simon. Und da haben wir die beiden Kolleginnen. Und dann Elvira Oeberg an der zweiten Position. Die gibt noch ein bisschen mehr Gas. Also Gratulation an Frankreich. Lucia Monod, Sophie Chauveau, Justine Presas-Boucher. Die warten jetzt im Ziel auf Julia Simon. Die beiden Besten haben es gerichtet am Ende. Justine Presas-Boucher, die Mannschaft wieder an 1 gebracht. Und sie hat es nicht mehr nehmen lassen. Einmal mehr Julia Simon. Fünfte Medaille für sie, zum vierten Mal Gold in Novo Mesto. Gratulation an Frankreich. Und dann kommt Elvira Oeberg, Anna Magnusson, Lynn Persson, ihre Schwester Hanna und am Ende dann sie mit Silber heute belohnt. Dreimal schon während der Saison an 2 in den Weltcuprennen. Auch heute also die Olympiasiegerinnen auf dem Silberrang. Und dann warten wir hier alle natürlich auf Sophia Schneider. Vor allen Dingen natürlich Janina Hettich-Wald, Selina Grozian und Vanessa Vogt. Die werden sie hier ordentlich hochleben lassen. Klasse Job gemacht, Gratulation, extra Lob, zum ersten Mal auf dieser vierten Position, so schnell reingeworfen und das dann so gelöst, du hast es gesagt, so nervenstark, diesen letzten Schuss dann noch rein, bei veränderten Bedingungen, bei schwierigen Bedingungen am Schießstand, ja, klasse, Gratulation und jetzt kommen sie alle angerannt und werden sie in den Arm schließen. Auch Vanessa Vogt hat die Fahne mitgebracht. Gratulation also. Eine kleine Berg- und Talfahrt für die deutsche Mannschaft, für das deutsche Quartett mit Happy End. Und das ist der Jubel der Estin. Völlig zu Recht. Ein vierter Rang, nicht zu erwarten. Klasse. Herzlichen Glückwunsch an alle vier Teams. Das ist schon extrem gut gewesen heute, wenn du schaust, die Französinnen so weit hinten. Gell? Und dann doch wieder so deutlich. Schweden hat immer vorne mitgespielt, war aber auch von Anfang an so geplant, also auch zu erwarten, dass die Norwegerinnen wegfallen, ja, dass die Italienerinnen wegfallen. So früh, das war ja überhaupt nicht so vorauszusehen. Die Italienerinnen, die Weltmeisterinnen, keine Rolle gespielt hier, weil Samuela Comola am Anfang auf der ersten Position schon so in Rückstand geraten ist. Nach dem letzten Wechsel waren die 14. mit 4,21 Rückstand, die Italienerinnen. Und eben auch die Norwegerinnen zum Schluss nochmal mit 3 Strafrunden. Insgesamt 5 Strafrunden heute für Norwegen. Die letzten dann für Ingrid oder durch Ingrid Langmark Tandrevold. Ukraine im Ziel an 5, 6 Polen, 7 Tschechien. Und die Österreicherinnen, die ja auch lange, lange mit da vorne bei waren, am Ende auf dem 8. Rang. Oh, schau, da kommt sie, Ingrid Landmark Tandrevold. Ja, kann wirklich, einem leid tun. Wirklich gebeutelt, so eine überragende Athletin. Die Weltcup-Gesamtführende, Ingrid Landmark Tandrevold. Und hier Lena Hecki-Groß für die Schweiz. Schweizerinnen an der 10. Position nach dem letzten Wechsel gewesen. Auch knapp 2,5 Minuten zurück hat sie sich noch eine Position erarbeitet durch die Fehler von Ingrid Landmark-Tandrevold, die da hinter sie zurückgefallen ist. Haben sie sicher ein wenig mehr erhofft, die Schweizerinnen, 9. Rang. Auch hier 3 Strafrunden, 3,5 Minuten knapp der Rückstand. Ja, und wir haben es beobachtet. Patrick Oberegger mit ihr ist nochmal rübergekommen beim Anschießen schon und ihr Kopfschütteln. Ja.
Man hat schon gemerkt, und sie hat die Tage ja schon gesagt, sie hat richtig Angst vorm Schießen. Völlig verunsichert, und es ist dramatisch. Also sie steigert sich da in etwas hinein, was überhaupt nicht notwendig ist. Natürlich kann man mal daneben schießen. Natürlich geht es auch zwei- oder dreimal. Aber es ist einfach, das ist Biathlon. Und das sind schöne Bilder. Und das ist Biathlon. Einmal hinten liegend, sich nach vorne arbeiten und dann sich so ein Happy End, die Medaille zu verdienen. Für das deutsche Quartett Frankreich, wie erwartet, an der ersten Position. Dann Schweden, dann die deutsche Mannschaft mit Bronze. Das ist das Endergebnis dieser Staffel. Da sind wir gespannt, was die Herren dann später leisten. Sind kurz in Mainz und dann wieder hier zurück zur Analyse. Wir sind zurück in Novi Mesto und sehen vier glückliche Frauen von rechts. Vanessa Vogt, Selina Grotian, Sophia Schneider und Janina Hettich-Walz, die sich über die Bronzemedaille freuen. Und eine wollen wir jetzt auch noch mal hören. Vanessa Vogt nämlich steht bei Nils Karpen. Ja, und die hat heute die nächste Achterbahn der Gefühle erlebt. Wir haben gerade gesagt, neulich lagen zwei Tage dazwischen, zwischen Verfolger und Einzel. Und heute, glaube ich, ging das in der Viertelstunde, oder? Ich habe einfach keine Worte dafür. Das Rennen war wirklich von hoch bis tief. Und gerade mein Rennen, da habe ich echt gedacht, ach du Kacke, was ist hier los? Ich verliere so viel auf der Runde. Ja, ich konnte mich dann eigentlich im Ziel nur aufregen. Ich habe gleich gesagt, ich gehe heute zu keinem Interview. Und Steffi meinte gleich, wer weiß, jetzt wart erst mal ab. Und also Hut ab vor Sophia, dass sie den letzten Schuss so noch reinsetzt. Ich habe keine Worte dafür. Ich glaube, wir haben uns das mehr als verdient. Als Janina Hettich-Walz, die Startläuferin hier war, die hat auch schon gesagt, Skier gehen heute nicht. War das der Hauptgrund, weil sie so sauer waren? Letzte Runde, glaube ich, fehlten 21 Sekunden. Ja, also ich habe heute auf der Runde sehr, sehr kämpfen müssen. Natürlich war ich mit sehr, sehr laufstarken Athletinnen unterwegs, mit Justine Pressas-Bourget. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass es vom Fuß gar nicht geht. Und ich habe mich echt im Ziel total aufregen müssen, weil... ja, es ist halt so schade, weil irgendwie habe ich schon ein Gefühl, er hat das Rennen meines Lebens gemacht, aber es flutscht einfach nicht. Und ja, ich habe das, habe wirklich alles dann reingesteckt und habe mich nicht aufgegeben, weil ich es einfach fürs Team machen wollte. Und dann, ich meine, wenn dieser Umkleidebereich hier eine Theaterbühne wäre, dann nahm das Drama eine positive Wende, dann flossen plötzlich Freudentränen. Ja, ich glaube, wir haben so laut geschrien, das ganze Stadion hat sich erschrocken. Aber ja, wenn es eine Medaille ist, dann muss man das natürlich auch irgendwie ja, bejubeln. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr hart erkämpfte Medaille. Ja, das glaube ich. Dazu gratulieren wir ganz herzlich. Und die Schlussläuferin ist auch da, Sophia Schneider. Und jetzt sind sie alle vier da. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille. Sophia, hatten Sie eigentlich Zeit, aufgeregt zu sein heute Morgen beim Frühstück, als es hieß, doch nicht frei, doch nicht anfeuern, sondern laufen? Nein.
Nein, eigentlich gar nicht. Also ich habe es ja erst um 10:30 erfahren. Und ja, davor bin ich nur kurz laufen gewesen und habe mir dann gedacht, ja, es hilft nichts, ich muss jetzt ran. Aber ich bin gedanklich jetzt fast schon im Bus nach Hause gesetzt und auf der letzten Runde war das irgendwie wie im Film dann. Und für Sie, Selina, für Sie war es ja die erste WM-Staffel. Sie haben ja auch so eine Achterbahn miterlebt. Wir haben gerade mit Vanessa Vogt gesprochen. Enttäuschung zwischendurch und dann plötzlich war alles wieder ganz anders. Ja, also ich hätte es mir nie erträumen können, hier überhaupt bei der WM am Start zu stehen. Jetzt mit den Mädels, wir haben schon die ganze Zeit gescherzt, Casa 94, so waren wir in Schüchen in der Hütte zusammen. Jetzt die Medaille so um den Hals hängen zu haben, ist schon Wahnsinn. Sie haben, Janina, Sie haben auch, als Sie im Ziel waren, gedacht, den Tag heute, den können wir vergessen. Man darf bei Staffeln, ist das tatsächlich so, ne? Darf man sich nicht zu früh abschreiben? Nee, also der Tag heute hat wieder gezeigt, man darf niemals aufgeben. Ich denke, jeder von uns hat ein super Rennen gemacht und ich bin super glücklich, dass wir jetzt mit der Medaille belohnt werden. Muss man nicht auch sagen, auch wenn das mit den Skiern nicht hinhaut, das Thema haben wir ja die ganze Zeit hier schon. Die Kollegen im Wachstrakt, die machen das ja auch nicht mit Absicht. Die versuchen ja wahrscheinlich auch Tag und Nacht das Beste rauszuholen. Sind wahrscheinlich zwischendurch genauso traurig gewesen wie Sie, nehme ich an, oder? Ja, man hat jetzt eben schon gesehen, dass sie da drüben stehen. Wir haben natürlich auch gleich rüber geschrien, hey, sie haben sich, glaube ich, nicht so sehr gefreut wie wir. Ich glaube, sie wussten und da haben es auch gesehen. Ich meine, ja, sie schauen ja auch das Rennen an und es ist trotzdem eine Medaille für das ganze Team. Egal, wie die Latten heute waren, wir haben die Medaille um den Hals und das bedeutet alles für uns. Ja, genau, und mit den schönen Bildern vom Schluss, die werden wir in Erinnerung behalten. Herzlichen Glückwunsch zu einer tollen Bronzemedaille. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Super, dass ihr so schön. Ja, ein wirklich tolles Rennen, das geprägt war von vielen Diskussionen während des Rennens über das Material. Habe auch selten die Athletinnen sich so deutlich dazu positionieren hören. Warum hat es am Ende Laura dann doch noch ein Happy End gegeben? Ja, weil sie insgesamt nur 9 Nachlader gehabt haben, ein super Schießergebnis gehabt haben und sich nicht aufgegeben haben. Also sie haben alle gesagt, sie haben sich gut gefühlt, sie haben gekämpft, wirklich bis zur Ziellinie bzw. bis zum Wechsel. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach nicht zu früh das Rennen abschreibt. Aber wenn Vanessa Vogt sagt, sie hat gefühlt das Rennen ihres Lebens gelaufen und am Ende war sie so unzufrieden, dann spricht das schon eine deutliche Sprache. Das spricht deutlich ihre Sprache, wie sie das gerne gesehen hätte. Und Fakt ist, dass es so ist. Und wenn man alle Mannschaften, alle Länder zusammenzählt und sagt, jede bringt ihre Top-Leistung und alles bei allen läuft, denke ich mal, ist man mit einer Bronzemedaille wirklich super zufrieden, auch da. Natürlich wäre heute mehr drin gewesen, aber Norwegen mit 5 Fehler, Schweden 5 Strafrunden, ne? Schweden eine Strafrunde, selbst die Franzosen mit 2. Das war schon ein sehr turbulentes Rennen und von daher, im Ende war alles gut und gut, dass der Bus die Bremse hatte, dass die Sophia da geblieben ist. Genau, wir können noch mal über Sophia reden und uns vielleicht mal ihr letztes Schießen anschauen. Sie ist halt für Franziska Preuß ins kalte Wasser geworfen worden. Sie hat selber gesagt, erst um 10:30 erfahren und dann am Ende brauchte sie 3 Nachlader und die Strafrunde drohte. Versuchen Sie mal zu beschreiben, Laura, was dann ihr vorgegangen sein könnte. Ja, am Schluss hat man schon gesehen, dass der Wind einfach stärker im Schießstand war und sie hat schon gewackelt, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, wir haben alle die Daumen gedrückt. Also der Schuss war jetzt auch nicht direkt knapp, sondern schon ein bisschen weg. Und du weißt, es geht jetzt um die Strafrunde und es geht um alles. Und davor wurden Strafrunden geschossen, also von daher, die Bedingungen waren nicht ohne. Und in dieser Situation zu erkennen, wie gehe ich jetzt ran? Gehe ich jetzt einfach, dass ich den Schuss halb gezielt rausbekomme und dann die Strafrunde laufe oder kämpfe ich um diesen Treffer? Insofern hat sie das mit der Bronze wirklich super gemeistert. Genau, und entsprechend groß war natürlich die Freude und am Ende hat sich es auch nicht mehr nehmen lassen, vor Island dann die Bronzemedaille ins Ziel gerettet. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, würde aber gerne noch mal über Selina Grotjan auch sprechen. Das war ihr zweites WM-Rennen erst und dann der Druck in der Staffel laufen zu müssen. Das erste Schießen war auch zunächst mal nicht ganz einfach, Fisch mit 3 Nachladern, aber auch das hat sie, die 19-Jährige, sehr gut gemeistert. Warum? Ja, also natürlich hat sie eine gewisse Biathlon-Erfahrung und man sieht oben auch an ihren Haaren wie eine Art Windfahne, dass es da gar nicht so ohne war. Und das musst du halt reagieren und da hast du im Prinzip die Nerven bewahrt und hat gesagt, okay, ich habe jetzt hier noch 3 Nachlader und setz die auch. Ne? Der erste geht vorbei, so, aber dann setzt sie die Treffer und das ist die Kunst. Da war ja so ein bisschen das Problem, dass sie jetzt die Nachlader alle rechts tief positioniert hat. Also wahrscheinlich eine Verlagerung durch den Wind. Und du siehst es ja als Athletin nicht. Du merkst nur, dass du nicht triffst, weißt aber nicht, wo der Schuss ist beim Liegenschießen. Das Trefferbild. Und hier sieht man das Trefferbild. Und na gut, der erste ging leicht ein bisschen links. Dann hatte die Windveränderung ist da gewesen. Und eine super Schützin hat dann auch ein kleines Trefferbild. Und wenn, wie Laura schon sagt, es nicht ganz stimmt,
dann siehst du ja nicht, dass alle im Prinzip auf denselben Punkt gehen. Kleines Trefferbild, aber leider daneben. Aber insofern ist es auch wieder gut gegangen, gut für uns. Dann lass uns noch ein Wort über Frankreich verlieren. Wieder Gold oder Gold vor allen Dingen wieder für Jules Simon, das vierte insgesamt. Plus Bronze im Einzel. Fast nicht zu schlagen, obwohl es am Ende nochmal spannend wurde, ne? Ja, es wurde vor allen Dingen am Anfang schon mal spannend durch die Strafrunden von Sophie Chauveau. Zwei Stück, genau. Genau, und dann war schon mal erstmal so ein bisschen der Anschluss verloren. Klar, hinten raus kommen die zwei Stärksten bei Frankreich und ja, auch das letzte Schießen, da war schon nochmal Feuer in der Luft. Mit drei Nachladern hat sich aber auch die Strafrunde gedroht, aber das zeigt dann auch die Klasse einer Julia Simon, ne? Und das entsprechende Selbstbewusstsein. Das hat sie nehmen lassen und natürlich hat sie auch eine gewisse Laufstärke, wo sie dann sagt, wir haben den Vorsprung, ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Also ich bin mir wirklich sicher, dass sie da in ihrer Verfassung wirklich geglaubt hat, ich treffe das und von daher nervenstark. Und die Franzosen sind ja nicht umsonst, oder Französinnen sind ja nicht umsonst ins Rennen gegangen als Favoriten. Aber man sieht auch hier, auch wenn vorher alle Statistik aussieht, es muss erkämpft und erarbeitet werden. Und dann läuft sie übers Ziel, vierte Goldmedaille für Julia Simon, Gold für Frankreich vor Schweden, Deutschland und ich sag's nochmal gerne. Rang 4 für Estland, vielleicht noch die Zusatzinformation, Slowakei mit Anastasia Kuzmina am Ende auf Rang 20 gelandet. Anastasia mit zwei Strafrunden, aber schön, dass sie mit der 39 Jahren, wir hatten ja vorher darüber berichtet, dabei war. Laura Dahlmeier, 2013, Novi Mesto, ihr erstes Rennen überhaupt auf der großen Biathlonbühne, damals von den Junioren hier ins Seniorenteam gekommen. Tolles Rennen in der Staffel geliefert. Und Nils Kaben zeigt uns mal, wie Laura's Stern aufging. Diese Geschichte hat sich hier vor ziemlich genau 11 Jahren zugetragen. Auch damals waren es Biathlon-Weltmeisterschaften und Laura Dahlmeier, die 19-jährige Ersatzfrau. Und die musste in der Staffel plötzlich für die laufschwache Nadine Horchler ran. Dahlmeier. Wieder 4 Sekunden gut gemacht. Die ist super drauf auf der Strecke hier. Dahlmeier lief zusammen mit Hildebrand, Gössner und Henkel um die Medaillen. Es war ihre Feuertaufe, WM-Premiere auf Position 3. Bravo! Aber Laura Dahlmeier, sehr gut. Das nenne ich mal Nervenstärke. Hervorragend, nach wie vor. Ein Traum wurde Wirklichkeit. Sah das in dem Traum so ungefähr so aus, wie das heute für Sie persönlich abgelaufen ist? Ja, ich glaube schon. Also das Rennen so war wirklich perfekt, glaube ich, mit 0,5, 0,5. Also kein Nachlader und im Laufen ist es auch gut gegangen. Bei so einer großartigen Kulisse und so wirklich, ja, wie in jedem Traum. Auch für die jugendliche Fernsehcrew kam Lauras Aufstellung überraschend. Ein Interview existierte nur durch einen Zufall. Im Kaminzimmer des Teamhotels warteten wir auf den Trainer und die Ersatzläuferin schaute vorbei und sagte, sie hätte noch nie ein Interview gegeben. Na, dann üben wir mal, haben wir gesagt und die Übung aufgezeichnet. Für mich war das immer mal ein Traum, irgendwann in den Weltcup zu kommen oder einmal an der WM teilzunehmen. Und so ein kleiner Traum ist jetzt schon in Erfüllung gegangen und wäre natürlich super, wenn ich irgendwann einmal selber Weltcup laufen dürfte. Und da geht sie auf Angriff. Die läuft nicht einfach nur mit und versucht dran zu bleiben. Nein, die versucht hier Bali Semerenko zu zeigen, wer hier die größeren Reserven hat und wer hier die Herrin auf der Strecke ist. Beim Wechsel übergab Laura sogar knapp in Führung liegend an Andrea Henkel. Was für ein fulminantes Debüt. Mein Höhepunkt war heuer die Junioren-WM. Ist ja gut geklappt. Das Zuckerl habe ich jetzt da mit her dürfen zur WM. Und alles, was jetzt kommt, ist auf alle Fälle Zugabe. Und ich freue mich drauf. Die Zugabe bestand dann aus 2 Olympiasiegen, 7 Weltmeistertiteln und 33 Weltcupsiegen. Und hier hat diese Geschichte angefangen. Ja, eine schöne Geschichte, Laura. Und welche Erinnerung hast du an den Tag, mal davon abgesehen, dass du exakt die gleiche Kette immer noch um den Hals hast? Das war nicht abgesprochen. Nee, wirklich nicht. Sag. ja, ich habe super Erinnerungen an den Tag. Mal, du wirst da schon so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und weißt nicht so recht, okay, was erwartet mich hier? Ich habe mir dann davor gedacht, okay, die Scheiben sind genauso groß, die sind genauso weit weg, die Strecke ist auch nichts anderes. Ich versuche einfach mein Bestes zu geben und dann schaue ich mal, was rauskommt. Und ja, wenn ich dann die Bestätigung bekommen habe und wirklich im Ziel das erste übergeben habe, habe ich mir gedacht, krass, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich da mit dabei. Eine schöne Geschichte und ich finde, optisch haben wir uns nahezu nicht verändert seit 2013. Sven, noch eine kurze Frage, wir warten ja nachher noch auf die Männer, 16-20 die Staffel. Können die Techniker jetzt noch irgendwie anhand der Daten, die sie jetzt und auch der Aussagen der Läuferin, können die noch irgendwie reagieren? Na klar, die reagieren permanent und es ist immer auf aktuelle Ereignisse, wird auch sofort immer wieder auch das ein oder andere zu Rate gezogen. Wenn
Wenn aber die Skier abgegangen oder abgegeben wurden zum Flurtest, dann ist vorbei. Aber bis dahin, da wird gewirbelt wie im Ameisenhaufen, Bienenschwarm. Also das ist wirklich da auch ein Arbeiten. Deshalb auch, Nils Karben richtig gesagt, die geben ihr Bestes. Genau, wir sind gespannt, was die Männer uns nachher zeigen.